Holger. Hallo Hesibesi. Hallo Lordi. Na, Ias? Haare hier noch richtig, Mann. Na? Ja, heute geht's jetzt endlich mal mit 7 Days weiter. Wird ja auch mal Zeit. Hallo Stefanie. Hi. Oh Gott, das kriegst du wirklich nicht mehr los. Das ist Stefanie. Ich sag's dir, wann hast du so einen Alert? Ob du willst oder nicht. Na du, hast du Feierabend? Mittagspause? Nee, das ist zu spät, ne? Spätschicht? Irgendwas? Wie geht's dir? Ja, also heute... Es geht wie immer eigentlich... Betty! Hi! Nut, Nut! Na, alles gut? Hast du Feierabend? Kommst du eigentlich zu dem Mii mit deinem Namen? Welches? Ich weiß gerade nicht so genau. Achso, mit dem... Wie kommst du... Ach, mit deinem Namen. Ja, das ist doch dieses Video, wo der Typ am PC sitzt und seine Mutter kommt immer rein. Und das ist, glaube ich, im Witze-Channel oder so. Du musst mal gucken, sonst müsste Katrin das nochmal reinposten lassen. Aber ich glaube, es ist in dem Witze-Channel. Und da kommt... er sitzt halt und zockt Counter-Strike oder was auch immer. Und seine Mutter kommt immer rein und erschreckt ihn. Und er so... Mutter! Und irgendwann zwischendurch sagt er... Stefanie! Weil er sich immer so erschreckt und deshalb. Und dann irgendwann haben wir es dir gesagt. Dann hast du gesagt, du fühlst dich immer angesprochen. Und passt ja auch. Und seitdem bist du Stefanie. Könnt das aber auch lassen, wenn du lieber nicht Stefanie genannt werden willst. Aber deshalb hast du das jetzt weg. So. Mutter! Guck mal da, das ist super witzig. Ich hab mich bürmelt. So stelle ich mir das bei meinem Sohn später vor. Und auch bei meiner Tochter, die zockt ja eigentlich auch schon immer so ein bisschen Minecraft. Und ja, sehe ich, fühle ich. Allerdings sollte ich aufpassen, weil es rächt sich bestimmt. Mein Sohn freut sich auch immer, wenn ich mich erschrecke, ne? Der ist größer als ich. Muss man aufpassen. Ist echt schon größer als ich. Jetzt kriege ich ganz tiefe Trauer gerade. Ist halt einfach so groß geworden, ne? Komm, lassen wir das. Ja. Also, heute Base absichern, natürlich wie immer. Was ist das jetzt hier? Das habe ich wahrscheinlich schon eine Einladung ins Spiel bekommen. Machen wir mal. Genau, ich gehe schon mal auf den Server. Ich glaube, wir haben nur noch einen Tag bis zur Blutnacht. Wird also Zeit. Ja, mal gucken, wie oft ich in den Spikes vor der Tür sterbe. Das kann lustig werden. Ja. So, Mutter. Fang an. Achso, Ausrufezeichen Multi. Ich weiß gar nicht, ob die anderen beiden jetzt ihren Stream schon gestartet haben. Also, ich glaube, die wollten streamen, ja? Also, Ausrufezeichen, warte mal. Halt, stopp, bevor den einer eingibt. Ich muss kurz gucken. Ja, warte, ich habe den, glaube ich, noch nicht aktiviert. Genau, das ist nämlich der Scheiß. Ja, ich habe es jetzt aktiviert. Jetzt könnt ihr es machen. Hör auf! Nut, nut! Was ist das denn mit der Kamera immer für einen Käse? Käse! Ah, meine Kabine muss schön aussehen. Böser Matti, ohne Mist. Ohne Mist. So, die beiden Herren vom Gesangsverein streamen auch. Was ist das hier mit meinem Donation Goal? Oh, nee, warte, das ist falsch. Warum gehe ich immer? Du müsst das unbedingt umbenennen. Obwohl, das passt auch sehr oft. Also sehr oft fühle ich das hier, ne? Wo ist das jetzt? So. Ich könnte auch so hier sitzen und die ganze Zeit so reden. Es ist genau das Gleiche. Weil mir sowieso keiner zuhört. Und deshalb passt das wie die Faust aufs Auge. Immer. So. Gott, wo ist denn das? Warum komme ich nicht klar? So. Hast du es gesagt? Nein. War ich gemutet oder was? Ihr seid so doof, ey. Ach so, ihr verarscht mich jetzt mit meinem eigenen... Komm, lasst. Geht mal weiter, das mal, was ihr bisher getan habt. Gibt's ja wohl gar nicht. Warum seid ihr so? Ihr sollt nett zu mir sein, lieb sein, mich unterstützen. Ich bin eure Lieblingsstreamerin neben Panty und so weiter. Und nicht mich haten und verarschen. Ne? So, ich brauche dringend übrigens einen neuen Stuhl. Das ist alles nicht mehr so bequem. So.
Noch gleich am Server. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ja, aber was sagst du dazu? Edward, was sagst du dazu, wie die mit mir umgehen? Wer kann sich denn da jetzt schon wieder nicht beherrschen? Du bist Chef, ja echt so. Danke für die Bits, alter Erschrecker, wer auch immer du bist. Hab da ja so einen Verdachtsmoment, aber weiß man ja nicht. Einer der Verdächtigen spielt ja eigentlich selber. Ach, Holger war's. Ach, guck an. Bitte. Holger war's. Spar dir dein Geld. So, warte mal. Wie geht Licht an? Nochmal. Ich habe schon ewig nicht gespielt. Keine Ahnung. Guck mal, mein Zimmer. Das ist einfach so schön, ne? Oh, guck mal. Ist vergammelt. Achso, ich muss mich wieder entmuten, ne? So, hi. Hi. Oh, ich... Ist einfach so laut hier. Warte mal ganz kurz. Ah, ich muss noch kurz. Jetzt ist es deactivated. Oh. Ist ja alles vergammelt hier, oder? Was ist vergammelt? Der Mais? Nein. Soll ich den ernten? Nein. Weil ich krieg mehr raus als du. Hallo? Frank Half? Und sie hat sich gemutet. Ich verstehe gar nicht warum. Was soll das? Hi! Ich verstehe auch nicht warum. Weil die mich schon wieder alle ärgern. Wer macht denn sowas? Alle. Oder was? Ja, du bestimmt auch. Hä? Wie viele Monitore hast du? Ja. Rein theoretisch nur ein. Ja, ja. Ein Monitor, ein Fernseher und mein Laptop. Mhm. Ja. Und was guckst du da so nebenbei? Ist noch nicht 22 Uhr, kann ich nicht sagen. Schwierig, ne, Leute? Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich langen soll. Das ist ja, ich bin am Rumirren. Ganz schlecht. Hier ist die Tür. Ich geh jetzt raus. Ich verlasse euch. Ich bin auch schon draußen. Ja. Ja. Hi, Dad. Cool. Nee, dass er es auch nicht gemeint. Aber wenn du es gerne hättest. Ich weiß gar nicht, was du hast. Okay, ich bin durch die Spikes gekommen, ohne mich tot. Oh. Klappe! Au! Was ist hier? Ich hab ein Knurren gehört. Ja. Wieso sind wir um die Zeit draußen? Ich geh wieder rein. Was, der ist ein... Nö. Ich muss dich gleich mal lauter stellen. Du bist so leise. Dich hört ja keiner. Wo ist der denn? Hier, tot. Ja, dann brauch ich doch nicht helfen. Ja, ich bin Wilhelm Fell. Böse. Gehen, aber wir gehören doch um 3 Uhr noch was nicht nach draußen. Warum nicht? Ja, ist ja nachts. Da ist man eigentlich drin. Okay. Seit wann nicht? Ich muss kurz nochmal euch lauter stellen. Hopfen und Malz verloren, wolltest du sagen? Manga, die habe ich schon lange auf der schwarzen Liste. Wer nicht? Ist so, ne? Hier, sie kann es kurz was sagen. Hallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe neues Fleisch reingepackt. Juhu. Ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig. So, können wir trinken? Hey, das kriege ich halt auch immer nicht so richtig lauter. Oh, das ist schade. Ja, doch, vielleicht. So. Ich bin der stille Gast. Haben wir trübes Wasser? Ich hab keins. Wir haben doch das letzte Mal abgefunden. Gut. Du bist einfach der Beste. Ich weiß, danke.
Warum bin ich so? Och, Mangolf. Och, Mensch, du. Shit, ich kann kein Bier backen. Hi, kein Reformator, Bier hallo. Warum kann ich kein Bier brauen? Och, Mensch. Alles weggenommen, Alkoholiker. Ich will, dass es jetzt hell wird. Ich will Holz hacken. Hallo, Holz hacken will ich. Mach doch. Ich trau mich nicht raus. Doch, ich gehe raus. Kaffee, geil. Hi, Katrin, hallo. Holger, nee. Was machen wir? Oh, ist doch 4 Uhr, du kannst doch raus. Ja, ich gehe jetzt auch. Tschüss. Verlass unsere Wohnung. Wollt ihr mich loswerden? Dann ziehe ich alleine irgendwo hin. Ach, das will ich sehen. Jetzt schon. So, du wirst dich wundern. Leute, meine neueste Mission ist alleine irgendwo hinziehen. Die Boss. Bestimmt irgendwas hin. Ja. Geh da lang. Neueste Mission, Leine ziehen. Retro kann hier auch in die Gruppe kommen. Ja. Nee, will ich jetzt gar nicht mehr, ihr. Ihr Dödels. Weiß gar nicht mehr, wie es geht. Hey, ja, mit Speck. Oh, nehm ich. Wieso kriegt der jetzt Eier mit Speck? Eier mit. Ja, du bist doch ausgezogen. Du bist doch ausgezogen. Warum? Was soll jetzt dieser random Hate? Ich suche mir einen anderen hier. Anderen Mitbewohner. Also, ich wollte gerade sagen, Leute, wir könnten einen Mitbewohner haben. Michaela hat gerade schon geschrieben. Also, wenn Retro aussieht, ziehe ich ein. Platz ist genug. Ach, guck an. Ja. So was Hinterlässiges. Und ah. Die Dach sind sogar überdachte Wohnungen. Ich räume die eine mal schon leer. Okay. Und der braucht ja auch nicht nochmal ankommen. Kannst du mal entschuldigen dann? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Echt? Du hast ein Schwein? Du hast gleich eine Axt im Fuß. Warte mal, welche Wohnung war denn das? Da, wo eine Pflanze drin steht. Es steht in beiden eine Pflanze drin. Mein Schlafsack ragt raus. Hallo, was macht ihr da? Ich weiß nicht mehr genau, wie das hier ging. So. Hallo, was macht ihr da jetzt, was kaputt oder so? Was? Pinkelst du da jetzt rein oder irgend sowas Ekelhaftes? Wenn du das willst, kein Problem. Wir gehen. I must go. Ich guck nur. Keine Angst. Da gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Wo kann ich denn die Spikes nochmal finden? Ja, warum bin ich denn jetzt schon wieder so... Ach, schade, dass das so ganze Zeugs, was man einsammelt, immer, wenn du es rauspackst, in einem Beutel ist. Ja, schade. Ja, das würde so gut aussehen auf der Matratze. Was machst du da? Ich gucke vom Dach runter. Ja, so eine Teammates hat, braucht keine Feinde mehr. Ich hab ein Problem, Leute. Danke für dein Follow. Du hast ein Problem, wo bist du denn? Du das bist hast du, der das Blaue. Warte. Ich komm nicht. Ja, ich kann meinem Mitbewohner. Kann sein, dass hier so ein Feral-Ding vor mir steht. Okay, ich hab ihn. Alles fein. Gut. Alles fein. Ich geh trotzdem mal raus. Schade. Weil wir haben Besuch hier auf der Wiese vor unserem Haus. Hallo. Hi. Bong. Ey. Benimm dich. Lodi, kannst du doch nochmal zu mir kommen? Ich hab nochmal Besuch. Ja, ich hab hier gerade 4 Besucher. Warum ist der...
Wurde irgendwas geändert? Warum? Weil der kam gerade auf mich zugerannt. Ja, das sind Perils. Nein, der hatte keine leuchtenden Augen. Nee, aber... Nein. Hello, Lady. Ich bin auch so am Wurstfingern. Das ist wieder so ungewöhnlich. Ungewohnt mit der Steuerung. Wieso? Ja, ich Wurstfinger halt immer. Ich drücke immer andere Tasten, als ich soll. Es ist nicht ungewohnt, ich bin einfach nur doof. So. Wenn du meinst, okay. Ich springe mit einem Zombie, aber hau das Gras neben den Kopf. Warum sind die so? Warum? Ich hab mir abgewöhnt, dir zu widersprechen. Machst du sonst nicht, was ich dir sage? Hasi. Übrigens, wir haben immer noch eine Challenge laufen, Leute, ne? Also, ihr wisst das. Bei Ulf muss, heißt 10 Geschenke-Abos dingsen. Bei Gehongen 50. Sie macht sich über meinen Dialekt lustig. Gehongen? Macht 50 Geschenke-Abos von Haze. Wann hast du denn die Bäume dahin gesät? Vorhin. Oh. Dann geh ich da wohl mal hin, ne? Der blöde Hase. Zeig dir auch gleich mal einen Hasen. Und bei Bocker... 2. Ach, na sag ich. Hm? Ich bin so schlecht. Das macht doch nichts. Wir werden verhungern. Ich möchte Rätsel vom Kugel. Mach dich über mich. Nee. Oh Gott. Passiert. Wer schießt da? Echt? Ein Hase. Was ist mit Hasen passiert? Der macht er nur so wenig Spikes, ey. Wie, was? Wenig Spikes? Lass mich. Ich hab für laut gedacht. Du brauchst mir Holz dafür, aber wir machen eh aus Eisen. Nee, echt? Mehr Holz? Ja, mach die gleich aus Eisen, dann brauchst du kein Holz. Ach so. Wo hab ich denn Eisen? In der Kiste drinne. Ich mach die ganze Zeit Dinger aus Holz. Ist nicht schlimm, wir können die upgraden. Kostet zwar mehr, aber ist ja. Ich mach das gleich absichtlich. Ich mach dann alles absichtlich, nur um euch zu ärgern. Guck mal, wie sie da steht. Retro hat einen Hasen oder Retro ist der Hase? Wie Retro ist Hasen? Ah. Möchtest du, wo bist du? Wo bist du? Komm. Da! Möchtest du mal mit dem Speer haben? Ich bin ausgebildete Speerkämpferin. Aha. Hast du... Ein unsichtbarer Baum. Was macht ihr beiden da? Ihr schießt mich gerade. Ist jetzt Ruhe? Eieiei. Ach, Herr Jemine. Ich hab dich nicht mal getroffen. Ja, du bist halt schlecht. Ich nicht. Was? Bei mir stehen hier keine Bäume. Ich hau hier in der Luft und hoffe, also, was muss ich nehmen, um zu upgraden? Und ist umgefallen. Die Eisenbarren nehmen nur, ne? Ja. Genau. Und deinen komischen Hammer. Also, oder. Eisenvorschlaghammer? Nein, die Steine. Klauenhammer. Oder Klauenhammer, genau. Ah ja. Du schaffst das. Ja, stimmt. Ich kann mir das von Katrin erklären, dass es so in Granaten geht. Das stimmt. Ich habe nämlich keine Ahnung davon. So, jetzt fange ich natürlich außen an, ne? Clevererweise. Na klar, finde ich gut. Die sind doch alle schon mit Eisen, oder? Ja, aber du kannst ja trotzdem neue platzieren und manche sind immer noch aus Holz. Die habe ich noch nicht abgegradet. Ja, okay, wenn ich da rankomme. Ja, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Ja.
Ich möchte nicht in die Spikes reinlaufen. Wieso habt ihr... Nee, das von außen anzufangen ist total dumm. Wer war das? Ich weiß nicht, wer das war. Das warst du doch, Haze, ne? Mann, Haze, gutes Aussehen reicht im Leben, aber auch nicht immer. Sie hatten Kopfschmerzen. Bitte nicht so doll. Hä? Jetzt ist er kaputt und gar nicht geupgradet. Was muss ich machen? Rechtsklick. Ah ja, das war gut. Oh nein. Ruhe. Guck mal, hier sind noch alle aus Holz. Wo bist du denn? Eieiei. Auf der anderen Seite von dir, glaube ich. Bin das blaue Männchen oben auf deinem Kompass. Das ist mich. Das ist doch alles scheiße. Wir müssen nur mal das alle abdingen und neu anfangen. Nein. Nein. Wie willst du denn die an der Wand da hinten machen? Braucht man nicht, oder wie? Ja, wenn sie bis dahin durchkommen, dann ja. Ich komm von hier aus bis an der Wand. Ich krieg direkt Damage. Du sollst nicht reinlaufen. Ah, Holger, da sollst du auch noch üben, ne? Wieso hab ich denn kein Eisen mehr? Doch, hab ich doch. Ich hab's nur gehört. Ich hab's nur gerade von mir angeguckt. Könnte jemand... Außerhin Kill plus. Danke. Ein Counter? Wo bin ich denn jetzt? Wieso konnte ich kein Bett auswählen oder so? So weit bist du doch gar nicht weg. Aber nee, aber trotzdem. Keine Ahnung. Ich muss mein Bett gleich aktivieren. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Einmal kurz in der Hand nehmen und wieder hinlegen. Ah. Okay. Mach ich dann. Also ich glaube, ich habe schon so um die Kill! Oder Ausrufezeichen Death. Death plus. Genau. Hör auf zu lachen. So witzig ist das ja auch nicht. Ja, ich fand schon ein bisschen witzig. Ich werde den Sensenmann hier nie los. Ah, das kenne ich. Ich bin ihn schon lange los, also Profi-Gameplay und so. Ah. Hühnchen. Hallo, Hühnchen. Seid ihr zu Hause? Ja. Nein. Ich grade doch immer noch ab. Ja, da hab ich ja gar nichts mehr zu tun. Hier gibt's noch so viel zu tun mit Upgraden, Retro. Ich glaub, oh, was ist denn das hier? Hier ist so ein... Was ist das hier? Hier muss ich ja nochmal hin. Guck mal, das ist irgendwas Gutes. Upsala, vielleicht mach ich das lieber nicht. Ich gehe gleich nochmal hin. Ich muss mir den Weg merken. Ich bin eh gleich nochmal weg. Okay. Ja, okay. Lass mich. Heute gibt's Hühnchen. Yay! Bausparvertrag. Was hat der Bausparvertrag? Oh. Kennst du das nicht? Cold Mirror? Nee. Oh. Kriegen meine Sachen noch da? Na klar. Ich hab die nicht angefasst. Keuchi, Keuchi, Keuchi. Gleich finde ich das, was ich da abholzen wollte, nicht wieder ab. Oh, hat gerade geleckt. Guck mal, da ist jemand. Du kannst den Hammer kriegen. Achso, ich muss also nach oben mein Bett dahin. Ding. Du musst erstmal deine wieder Sachen reparieren, die du kaputt gemacht hast. Kannst mich mal.
Warum ist sie denn jetzt auf einmal so? Ja, das fragst du dich auch noch ernsthaft, ne? Oh, hier kann man ja voll lang gehen jetzt. Habt ihr repariert, ne? Ja. Der Lodi hat da ausgebessert. Der kann ja doch was. Frag mich immer noch, wer hier diese komischen Briefkasten in das Haus gestellt hat. Was kann man hier mit dem Pilz machen? Bitte wachsen lassen? Ich wollte sie ja nicht wegnehmen. Petro wollte, glaube ich, das wegnehmen. Naja. Guck mal, Leute, das ist nicht normal, wie die mich behandeln. Nimm mir mal ein bisschen Fleisch raus. Ja. Ich finde das mit der Sonne übrigens schön. Welche Sonne? Die Katrin hat. Sonne ist eigentlich schön. So. Daneben. Ich habe auch meinen Schlafsack nochmal vorsichtshalber neu platziert. Ja, besser ist, ne? Du Scheiße, bevor dir noch was passiert. Ja, bevor mich hier jemand hinterrücks angreift oder so. Wer macht denn sowas? Weiß ich auch. Hi, Hunter, hallo. Mein Zuhause? Ja. Ja, na klar. Hab Angst vor den Spikes. Du bist mir gefährlich dicht rangeschlittert. Was seid ihr denn? Arbeit. Krach, boom, peng, boom. Hab ich kein Eisen mehr? Tatsache, ich habe kein Eisen mehr. Ach, ich wollte ja noch was besorgen da hinten. Ich bin kurz weg. Ich muss das nur wiederfinden. Du kamst aus östlicher Richtung, glaube ich. Nee. Ups. Ja, vergessen nachzuladen. Oh. Das Übliche. Dass er nicht automatisch nachlädt manchmal. Gut, macht er ja im Real Life auch nicht. Man ist zu verwöhnt. Ob ich hier nochmal looten gehe? Kannst du machen. Bin ja Lootmeister, ne? Ja. Warte, erst muss ich gucken, was das hier für ein Haufen war. Wird geschossen. Ach so, Lordi. Ja, ja. Hi, Wickel. Huhu. Ich hab schon wieder kein Eisen mehr. Hatte auch keins mehr. Eieieiei. So, was ist das? Durchsuchen, bitte. Okay. Wer lässt denn hier einen einzelnen Baum stehen? Weiß ich nicht. Wette, das war ich. Ach echt? Das ist ja gut. Da freue ich mich, dass angekommen ist. Heil geblieben, ja? Okay. Hauptsache ist heil geblieben und es gefällt dir. Ah. Hier ist es auch nicht so heiß. Hier war es heute richtig schön. Als ich von einkaufen war, dachte ich echt so, der Wind war so angenehm und nicht zu kalt, nicht zu warm. Richtig toll. Achso, die ersten Schmelzen müssen auf jeden Fall, glaube ich, jetzt leer sein. Die könnt ihr schon nach unten halbwegs verfrachten. Bin hier bei der Farm gerade. Hey, da ist noch so viel Leben drin.
Okay, und nochmal. So, wir suchen auch noch irgendwelche Autoteile, ne? Ja. Okay. Räder. Räder, oha. Oh, 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 oh. Oh, fuck, gleich zwei. Shit. Nein, 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 nein. Vielleicht kriegen wir wieder eine Nachricht, dass irgendwer gestorben ist. Solange ich das nicht bin. Hallo, Schweini. Wo ist der zweite? Dazu, ne? Hallo, Retro. Ah! Das ist halt so ein Wildschwein. Was machen Sachen? Soll ich aber drauf schießen vielleicht? Hat sie schon angegriffen? Nee. Die ist trotzdem drauf. Ja, vom Prinzip her kannst du. Oh. Shit. Jetzt ist es so event. Oh, jetzt ist es tot. Ich habe aber nicht so ein Messer jetzt hier. Warte, wo bist du? Ich bin gleich bei dir. Ja. Erlegt hab ich's. Da sind auch noch zwei weitere, die sind eingesperrt. Okay, dann warte. Okay, das andere nicht. Ich muss unbedingt mal zum Ohrenarzt. Bist du denn drinnen? Und? Ich muss nachladen. Es hat ein Speer im Kopf. Oh! Oh, die Lebensleistung von Retro sieht nicht mehr gut aus. Noch ein Schlag. Bist du nur hier reingegangen? Kann jemand, hat jemand, ich hab eine Gehirnerschütterung. Schmerzmittel. Ja, durch den Keller bin ich außen, den Keller runter. Ein Schweini, zwei Schweini, ich muss nach Hause, ich brauch Schmerzmittel, ich hab eine Gehirnerschütterung. Oh. Brauch mein Speer erstmal wieder. Mann. Wieso können die sich durch die Tür backen? Ich komme erstmal hoch, ne? Bei der Gehirnerschütterung. Oh ne, du bist irgendwo anders. Komm ich nicht raus. Ich komme raus. Brauchst du überhaupt mich überhaupt? Warum wo hast du die denn erlegt? Ja, unten im Keller, guck mal. Okay, warte, ich mach mal hier erstmal die Lady. Aua. Das passt nur zu meinem Schweineglas heute. Oh, wo geht's denn her? Du hast ein Schweineglas? Mhm. Wisst nicht, wie gut das ist, nie zu sterben, also... Ja, du gehst ja auch nie irgendwo hin. Hier, weiter, du bist fast da, ganz warm. Hört ihr den Hate? Geh einfach nochmal raus und geh da runter. Da war oben drauf. Durch den Keller hast du gesagt, ja? Naja. Keller. Oh, ich habe ja noch Eier im Inventar. Und wer bohrt denn jetzt? Wer fängt jetzt an hier zu bohren? Ja, und hier ist noch eins hier hinten, ne? Ja, warte, ich muss kurz was trinken. Ich gehe jetzt zum Arzt. Tschüss. Wenn ich hier rausgefunden habe. Lass mich. Es ist immer ein Highlight mit dir, Retro. Wenn du beim Arzt warst, trink mir was. Ah! Mann, warum mache ich das immer? Aladi! Ja? Retro ist wieder gestorben. Ich brauche meinen Speer. Ich werfe meinen Speer schon damit zuzupieken, weil ich so dumm bin. Naja, mein Gott. Ich hoffe nur, die kommen jetzt hier nicht runter. Das ist deine einzige Sorge, ne? Ja. Na, helfen brauche ich dir jetzt nicht mehr. Wer stöhnt denn hier? Ich bringe ihn um. Ich bringe ihn wirklich um. Ja, los, ich will sehen.
Will ich mitkommen, Retro? Nein, ich finde den Auskack. Ich finde den Auskack. Als ob ich dich zur Tür gebracht hätte. So. Ab zu Lordi, dann hau ich ihn erstmal. Oh, oh, oh. Boah, das... Hey, Jungs. Oh. Wo haben wir Knochen drin? Entweder in der Essenstruhe oder in der Gesundheitskiste. Ja, Gesundheitskiste. Wenigstens habe ich jetzt keine Gehirnerschütterung mehr. Ja, immer naja. Positiv wie ein Retro. Immer positiv. So, ich bin jetzt gleich wieder da. Dann gehe ich gleich rein, hol meine Tasche um. Oben war ein Zombie. That is the point of no return. Ist das oben safe? Nein, einer ist da noch. Der lungert bestimmt bei meiner Tasche mit meinem Speer rum. Habt ihr geschrieben HHH und XD? Ist nicht von euch gewesen, ne? Nee, nein. Hier sind Spikes, warum ist mein Leben so? Ich will schon voll lachen, das ist so gut. Hat da einer ist da noch? Ja, ich finde den Eingang ja eh gerade nicht so. Alter, der hält 2 Schüsse in den Kopf aus. Was ist mit ihm? Der hat geübt. Ach, das ist der aussieht wie Dwayne The Rock Johnson. Der lässt denn immer die Tür hier offen. Retro. Ich hatte es eilig. Danke, Wickel. Ja, das ist schön, dass du es eilig hattest. Also wenn sich jetzt hier nicht noch irgendwo einer versteckt, ist alles gut. Okay. Hör mal, ja, der hat sich komisch an. Oh. Jetzt aber ein vernünftiges Gameplay. Eigentlich wollte ich ja zum Arzt, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Oh Gott! Oh, Lordi? Ich weiß noch nicht, dass das Schwein hier drin ist. Hä? Die waren eingesperrt? Nein. Wo war ein Schwein? Vor der Küche? Ja, das weiß, davon weiß ich nichts. Ich dachte, das wäre tot und hau voll rum. Ja, ich habe kein freilaufendes Schwein gesehen mehr. Ich glaube, das kommt gerade nach oben. Habe ich recht? Ja. Ich bin aber weg. Fuck. Ja. Hi, Küssi. Ihr beide versüßt mir echt den Tag. Das ist schön. Wo ist das hin? Können wir einen Shoutout machen für Küssi und für Lordi und für Haze auch noch. Achso, hey Multi, dann sind die beiden aber auch so. Und für wen ich noch übersehen habe, auch bitte einen Shoutout. Da ist ja noch eins. Hier läuft noch eins rum. Du lockst sie alle an. Mein Speer! Oh, ich ketz keinen nochmal rein, weil mein Speer, der steckt da noch irgendwo im Zombie drin. Ich hasse das wirklich, mein Leben, ne? Achtung. Die Axt ist jetzt nach unten. Kann ich einen neuen Speer kriegen? Du kannst dir doch selber einen guten craften. Oh fuck. Autsch, autsch, autsch. Hab nicht genug Ausdauer. Es läuft wie am Schnürchen. Warum ist das so? Nein. Bin leicht gestresst, muss ich sagen. Kurz einen Kaffee trinken. Wo ist das Schwein hin? Hier rennt noch ein Schwein im Haus rum. Ja, hier sind auch Zombies noch. Oh, ja gut, Zombies sind mir egal. Ich hätte ja gern meinen Speer wieder, dann könnte ich vernünftig helfen. Das ist das Problem. War es nur der eine Zombie oder ist da noch einer? Einer ist irgendwo hingelatscht. Ja, hab ich nicht gesehen. Ist runtergekommen. Okay. Das mit dem Shoutout hat jetzt nicht so... Ich mach das gleich. Ich bin erst 2-mal gestorben. Oder 3-mal? Warte, ich kann hier gucken, was du das mache ich hier. 2-mal. Der oben bei dir? Ja, irgendwo ist hier noch einer. Okay. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Oh nein, von oben.
finde das Gebäude hier gar nicht so schlecht. Willst du da einziehen? Ja. Ach so ist das. So. Lodi, ich habe das geregelt. Wir haben ein Maul weniger zu stopfen. Was? Was für ein Arsch, ne? Ach ja, da sie bei mir hier im Haus ist, muss ich den Mund halten. So. Ich habe jetzt 800 Eisen schon verbraucht. Mir geht das Eisen aus. Ich muss warten. So, ich brauche immer noch meinen Speer. Ich muss den mal kurz suchen. Wo hast du den gelassen? Ja, wo ich vorhin gestorben bin, halt in einem Zombie drin. Okay. Retro und ihr Speer, Never Ending Story. Wenn ich bete, kann man die abbauen? Obvious. Krieg ich da? Nein, ich krieg nur Ton zurück, schade. Ton? Lehm. Ah. Kannst du überlegen, was ist, also woher hast du Ton? Oh, wo ist denn mein Speer? Wo bist du denn gestorben? Ja, das ist eine gute Frage. Das sehe ich ja nicht mehr, oder? Doch, müsstest du oben Rucksack angezeigt haben, irgendwie in der... Habe ich doch schon gelootet. Ach so. Lolli, du schießt im Weg. Ja, ich hab's mitgekriegt. Mach dir doch einfach schnell einen neuen. Man muss ja zurücklaufen. Hast eine Verschwendung. Aber ja. Haben wir denn Material dafür? Du könntest hier sogar... Ja, ich weiß nicht, ob du die Blaupause kannst. Aber vielleicht kannst du schon den Eisensperr machen. Das wäre cool. Kannst du das nicht? Nee, ich habe diesen Sperrmeister nicht geskillt. Ach so. Na, ich guck gleich mal. Aber ich glaube, du hattest das gemacht, deswegen solltest du es können. Wäre ja ein schönes Upgrade. Das ist richtig, ja. Ich habe nicht ein Ei in irgendeinem Nest gefunden, ey. Ich hatte das Ei. Gefütterter Brustpanzer. Der ist nur gefüttert, du kannst ihn zerlegen. Ja? Haben wir schon was? Wir haben alle Eisen. Verrottetes Fleisch habe ich zwar. Ne, verkohltes Wildbret. Ne, kannst du wegschmeißen. Ja. Also verrottetes Fleisch immer mitbringen. Okay. Ich habe neue Bäume mal gepflanzt. Und ich habe eine Schreie. Doch, verrottetes Fleisch habe ich auch fünfmal. Okay. Alter, vielleicht habe ich. Ich habe gerade gewonnen. Beinahe beschossen, tot. Bin Wilhelm Tell, habe ich dir schon mal gesagt, Lodi? Irgendwas habe ich mal gehört. Gerne, Küssi. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Eigentlich sind Matti und Holger da, aber vielleicht machen die auch gerade etwas. Kann das mal etwas dauern? Oh, ich wünschte, man hätte mehr Ausdauer insgesamt. Unendlich Stamina. Ja, musst du skillen. Ja, mach ich auch. Das nervt mich. Nix, alles gut. So, wie sieht's denn aus? Oh, was zu essen. Das ist gut. Bin verwirrt. Wieso? Ich dachte, ein geschmiedetes Eisen verbraucht ein Lehm, ein Eisen. Aber? Ist nicht so. Ich muss neues Eisen einschmelzen, damit ich die Dings leer kriege. Ja. Aber worunter finde ich das denn mehr aus? Ach hier, warte, vielleicht hier. Prügel Peter, ist immer noch mein Favorit. 3, 4, 5, 6,
6 Stück brauche ich, okay. Sind noch nicht alle Seiten mit Eisenpiken versehen. Ja, ich bin ja auch schon mal da drin gestorben. Ich mache jetzt erstmal einen neuen Speer. Nee, das hat mit dir nichts zu tun, sondern wir haben kein Eisen mehr. Das kommt jetzt. Kann ich mir ja gar keinen Eisenspeer machen. Doch. In der Schmelze ist schon ein bisschen drin. Also dafür reicht's, okay. Ja, also ich hoffe es. Wenn du 100 brauchst, dann natürlich nicht. 104 sind drin. Ja, nimmst du die 104 und machst den Eisenspeer raus, ja. Okay. Weiter Leder und Klebeband. 80, nee, warte mal. 32 braucht man, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Aber erstmal brauche ich Leder und was ist das noch? Klebeband. Achso, du kannst jetzt einen Eisenspeer machen, ja? Also. Ja. Ja, das ist doch cool. Du musst besonders gut drauf aufpassen. Ach, Eisen können wir eigentlich unendlich machen, gefühlt. Also wenn er verloren geht, ist es wirklich nicht schlimm. Und wenn du willst, kannst du dir auch einen zweiten mitnehmen. Nö. Einer Seite. Ich muss halt drauf aufpassen. Achso, ich habe noch Sachen, die ich auspacken kann. Ich bin gleich wieder da. Ja. Wieder da. Bibi. Bibi. Hi, Vince. Hallo. Dein Spiel? Ja, sogar schon ein paar Mal. Ich spiele nur ein bisschen seltener, weil wir ja zu dritt spielen und immer nicht so die Zeit haben. Das musste mal passen, dass wir zu dritt spielen können zusammen. Aber ja. Hat mir auch voll Spaß. Ich müsste mir mal gleich ein paar Reparatursets machen. Mach das. So, ich kann jetzt auch Sachen wieder droppen. Glaub ich. Wo ist mein Speer da? Nee, den sollst du nicht droppen. Nee, aber die Sachen dafür. Ja. Pack sie einfach wieder in den Kisten zurück. Ja, ach nee. Ach nee.
Die kriege ich raus noch. Mensch, ich kann das mal hier rüber. Nach der Blutnacht müssen wir auch Hi Plushy! Huhu! Und danke für dein Lurk. Ja, ich werde vor der Haustür nämlich auch Spikes diesmal platzieren. Meinst du? Ja, das letzte Mal sind sie durch die Tür gekommen, also wird dieses Mal nicht besser laufen. Ja gut, das stimmt. Ich packe jetzt das Eisen hinten rein, was ich übrig habe. Gesundheit! Danke. Ja, ich würde mir das Eisen gerne... Ja, mach. ...ein bisschen wenigstens rausnehmen. Den Lehm packe ich wieder rein. Werde ich jetzt nämlich noch upgraden weiter. Ja, wir sind ja noch relativ am Anfang. Klammhammer Stufe 1. Bist wahrscheinlich schon ein bisschen weiter, kannst, ne? Eigentlich kannst du ihn zerlegen, außer wir wollen mit der Werkbank nach oben gehen, denn brauchen wir noch einen Clownhammer. Ja, wir haben noch einen Stufe 2 Clownhammer in der Kiste. Und dieses Sortieren ist immer so ein bisschen nervig. Ja, ich habe neue Kisten schon gecraftet, die man auch beschriften kann, aber dazu muss unten erst alles ausgebaut sein. Kaffee habe ich noch, die packe ich hier rein. Warst du schon mal unten Retro wieder? Seit letztem Mal? Nö, heute noch nicht. Weil es wirklich etwas größer schon geworden. Na, da gucke ich gleich mal. Bruchsand, wo kommt der rein? Auch in die Kisten? Ja, wo das Leben drin ist. Und das Eisen und so. Mhm. Also. Nee, das ist bestimmt nicht richtig, ja. Das Sortieren. Denk dran, ich brauche übrigens auch immer noch Kochtöpfe. 5 Stück. Ja, die sind mir noch nicht wieder untergekommen. Ja. Also ein haben wir. Ja, das ist schon mal gut. Beziehungsweise rein theoretisch haben wir 2. Weil einer ist ja noch in dem zweiten Feuer drin. Ja, aber 2 Feuer nebenbei laufen lassen ist, glaube ich, schon gut. Ja. Ist hier mit rein, ich weiß gerade nicht. Hä? Hab ich jetzt alle. Oh Gott, was da? Guck mal. Was machst du schon wieder? Ich hab die Kiste leer geräumt versehentlich. Oh, schön. Oh, hast du R gedrückt? Ja! Oh Mann, nervt das! Wird gleich Nacht. Oh Gott, das ist doch zum Kotzen. Na, kein Eisen mehr. Ich mag rumsteht und nichts macht. Ich mag das, wenn jemand failt irgendwie. Das ist wirklich unterhalten. Das meine ich wirklich nicht böse. Ich meine es wirklich gut. Ja gut, wir haben hier keine Mods drauf. Also ich glaube, es ist gar nichts drauf. Ich spiele aber auch noch nicht so lange. Eisen in der Tasche. Was habe ich denn hier in dem Eimer, in meiner Hand eigentlich? Eisen? Naja, was vom Craft, vom Zerlegen. Ach so, kannst du theoretisch hier reinwerfen in der mittleren Schmelze. Ach Gott, hier das Dingens. Was brauche ich für Reparaturkits? Klebeband natürlich. Ich habe noch 4 Kleber in der Tasche. Kann ich dir schon mal geben? Ja, ich brauche deutlich mehr. Ja, aber... Wir haben... Also Kleber ist, glaube ich, das, was wir momentan echt gut haben. Hier. Wurzelt danke. Hier Klebeband konnten wir doch so craften, oder? Ja, ja. Dazu brauchen wir ja nur Kleber und Stofffetzen. Na gut. Ja. Bisschen optimistisch. Ich mache jetzt mal 20 Klebeband. So.
Weil wir haben echt viel Kleber noch, 60. Und können ja neues machen. Jetzt habe ich hier keinen Platz für leere Gläser, oder was? Bin durstig. Ach, ja. Wo ist Retro eigentlich? Lass mich! Und blockiert Kisten. Du kannst mal wegbleiben hier. Ich mach noch mal Essen. Ja, das ist gut. Hör mal. Was brauche ich denn dafür? Ich mache jetzt ein paar Werkzeug-Reparaturkisten. Jetzt ist es dunkel, sonst wäre ich ja noch mal losgegangen und hätte noch Reifen bekommen. Jetzt ist 20 Uhr, ich werde jetzt den Eingang zubauen. Okay, jetzt dann kommt keiner mehr raus. Jetzt schon, ist doch noch nicht gut nach. Scheiße. Wir haben Tag 20, ich dachte, wir sind bei Tag 21. Warte! Warum mach ich so viel Stress? Leichte Verwirrtheit. Ich sag nichts. Nichts. Draußen stehen jetzt 6 Metallpiken. Kommen wir ja, ich würde jetzt gerne raus. Nein, das ist noch schlimmer. Ich würde ja gerne raus, ne? Ja, warte. Ich hab sogar eine Idee. Rezepte. Ich baue dir eine Brücke. Eine Brücke. Okay. Ja. Was ein Umstand. Ja, aber dann müsste ich sonst jetzt alles abreißen, weißt du? Ich will noch einmal dahin rüber und wir gucken nach Reifen. Hast du ein Ding dabei, Schraubenschlüssel zum Abbauen von Autos? Nö. Komm mal her. Kriegst du mein. Hier. Der liegt da. Mit okay. Klick abbauen, bitte. Ja. Da kriegst du nämlich auch Reifen raus. Ja, okay. Gerade blöd. Willst du darauf eine Antwort? Nee. Das ist gut. Kann ich mal testen hier. Oh nee, jetzt habe ich nicht genug Ausdauer, wo ich das Hühnchen mal, wo ich mal testen will. Oh Gott. Oh Mann. Warum braucht man da überall Kartoffeln zu? Das ist so ätzend. Kartoffeln sind gut und lecker. Ja. Jetzt aber wir haben keine. Aber endlich welche. Na, ich beschränke mich mal auf die Autos, bevor ich wieder in Häuser reingehe. Och nein, Lordi. Was? Komm mal raus, bitte. Was ist denn? Warum verpasse ich mir die besten Sachen? Was habt ihr? Ich hab hier ein paar Hunde. Soll ich zurückkommen? Ich sterbe lieber. Hau rein, Lodi. Bist du jetzt gestorben, oder was? Nein, der ist clever. Danke. Ach, ich muss ja sowieso langsam zurückkommen, wird ja dunkel. Wo standen denn viele Autos rum? Ja, die haben wir schon alle hier in der Umgebung abgemäht. Oh, okay. Geht's dir gut, Lodi? Gleich. Was? Den alten KF4-Clan? Ach! Hi! Ich weiß, wer du bist. Sollte ich grüßen, Hesi-Wesi. Von wem? Von Sanja. Hallo, Sanja! Ja, ist eine gute Sanja. Na? Ach, Sanja. Sanja! Sanja?
Diese Ausdauer. Ach, das typische Problem. Warum bist du eigentlich mit dem Moped los? Ja. Weil ich das in der Tasche habe. Ja, das könnt ihr vielleicht auch mal in eine Kiste legen, ne, Lordi? Teilen und so. Du bist doch ausgezogen. Noch nicht. Ach so. Ach, warum sagst du das? Ach nicht, Hayes, dann Lordi. Soll ich grüßen, Lordi? Ja, weiß ich. Habe ich schon gesehen. Ja, Grüße zurück. Oh. Wieso ist hier hinten Sand drin? Wisst ihr nicht, dass ihr euch alle kennt? Ja, tut uns leid. Ja, wir sind halt weit verbreitet. So, ich geh jetzt mal gucken hier. Leckt der Server? Ja. Oh, Netzwerk-Timeout. Nein! Jetzt sterbe ich bestimmt, weil ich gerade dabei war, da runter zu steigen. Warum denn? Warum ist das so? Ja, Server halt. Ja, gut. Mal schauen. Ich warte schon auf die Einladung. Ja. Ich bin schon auf drauf connecten, also ich lade dich gleich wieder ein. Schneller. Ausrufezeichen Multi, Sanja, ne? Achso, den kennst du aus dem Real Life. Echt? Jo. Ja, ich hoffe, ich kenne ihn auch irgendwann mal Real Life. Ist bestimmt witzig. Oder nicht? Wer wäre ich? Ist das witzig, dich in Real Life zu kennen? Also Lordi glaube ich nicht. Nee, also denke ich mal auch nicht. Da kannst du nicht einfach auf mich schießen. Wie, ich soll auf dich schießen? Lordi. Ich muss erstmal joinen. So, ich bin wieder drauf. Ja, Mensch, ein ganz flotter. Ich auch. Boombox. So, einladen. Oh ja, oh Gott. Beim Lars hinten auf dem Hof. Oh ja, das waren noch Zeiten. Damals. Ja. Das ist auch schon wieder 1864. 10 Jahre her. 10 Jahre, oh Gott, da war ich erst 31. Passiert. Wer kann hier keine Ordnung eigentlich halten? Ich kann. Warum denn ich? Ich weiß nicht. Ich habe da nicht alles mit einmal aus der Kiste genommen. Nee, das liegt in verschiedenen Kisten alles. Nee, das habe ich nicht getan. Das habe ich alles wieder in eine Kiste gelegt, wo ich es halt her habe. Ich kann es ja nur aus einer Kiste rausgeholt haben. Nee, ich meinte allgemein so schlecht eingeordnet alles. Nö. Ich gebe mir da sehr viel Mühe. Ja, das ist schön. Oh, was hilft denn da? Du Dummbaddel. Ach, wo kommst du denn her? Ich wollte jetzt mal unten den Bunker angucken. Oh ja. Was hat denn dieser Clan gespielt? Oh Gott, was haben wir? Lodi, ich hab Hunger. Boah, wie immer. Warte. Das ist wie so ein Küken, ne? Immer Hunger. Retro, du kannst runterspringen. Hier liegt. Ich will aber die Treppe gehen. Ja, aber guck hier, ich bring an dir vorbei. Ja. Toll. Da, guck. Ja, ich gucke. Ich bin runtergesprungen. Das haben wir schon gut gemacht. Das ist hier unser... Oh Gott, da krieg ich mal Platzangst. Es wird noch größer, keine Sorge. Nur höher kann ich nicht bauen, weil dann Gefahr besteht, dass alles einstürzt. Aber es sieht schon ganz schön gut aus eigentlich. Ja. Und hier kommen denn zuerst die Kisten hin, damit wir alles von oben in Kisten sortieren können hier unten. Genau, COD war das, stimmt. Sieht gut aus, oder? Küken. Ja, Küken, die schnappen doch die ganze Zeit die Piepsen und machen Stapel auf, so ist es auch. Ist gut, ja, schön Holzfußboden. Oben sieht alles so hässlich aus. Wollte ich gerade boxen? Ja, ich bin schon weg. Bin ich auch wie so ein Küken, weggeflattert. Garstiges Küken ist so. Hallo, oh Mann, was soll das? Immer hab ich Damage wegen dir. Beherrsch dich. Hast du verdient.
möchte ich hier woanders eine kleine Abzweigung haben und ein eigenes Zimmer. Du kriegst dein eigenes Zimmer. Eine kleine Abzweigung, eigenes Zimmer. Du kriegst noch, jeder kriegt sein eigenes Zimmer da unten. Gut. Ich lasse mich nicht mit euch ertragen müssen da. Du wolltest doch eh ausziehen. Ihr wollt das scheinbar sehr dringend, ne? Dass ich ausziehe. Ist so, ne? Ich hätte das nie angesprochen, wenn du es nicht selber getan hättest. Könnte nicht mal, aber kreuzweise. Ich halte mich da jetzt raus. Ja, ist doch besser so, Lordi. Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, du weißt. Lordi, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du hältst zu ihm. Ja, Schleimi hat gedacht, du hältst zu ihm. Schleimi. Ach Gottchen. Ja, ich hab doch eine Shotgun. Wieso konnte ich den vorhin nicht nachladen? Was ist denn los? Keine Munition bei gehabt? Natürlich, die rote Shotgun. Ist sie kaputt? Weiß ich doch nicht. Sieht nicht so aus. So, ja, dann will ich die auch nicht mehr haben, weil wenn die sowieso nichts bringt, kann die nicht mal. So. Guck mal, wie aggro sie ist. Was denn die? Gib mal her, die Shotgun. Lass mich, hab ich da reingelegt. Ich will die ja gar nicht mehr. Wo sind die Knochen drin? Medizin. Was? Die ist doch noch gut. Ja, funktioniert aber nicht. Hast du nachgeladen? Ja, hab ich ja versucht, geht ja nicht. Was? Achtung, ich schieße. Funktioniert? Ja, bin ich trotzdem. Ich hab meinen Revolver. Ja, ist okay. Ich bessere oben alles aus, damit hier weniger Löcher sind. Was hat sicher, dass ich die Shotgun genommen habe? Du kannst ja VOD gucken. Aber Lordi, was hast du für eine Muni reingetan? Na, Shotgun-Muni. So, Sanja sagt nö. Also unten ist doch die letzte Waffe, die drinnen liegt, ne? Ganz unten. Nein, die auch von der Nummer 4. Selbstgebautes Gewehr. Ja, okay, da ist doch keine Shotgun. Da kommt die Rifle-Muni. Das ist das, was ich gerade gefragt habe. Und ich bin, ne, und so weiter. Einmal mit Profis. Hi, Armin! Jetzt ist Armin da. Wenigstens ist eine nette Person. Hi, Armin. Was hab ich denn jetzt schon wieder getan? Du bist da. Ich weiß nicht, wo die Spikes reintun soll, die ich jetzt hier hab. Ja, wenn ich platziere sie, die einfach draußen. Ich zerlege sie wieder. Ja, okay. Einfach ein Fuchs. Ah, und Katrin natürlich. Ha, ist sie angekommen, die Tasse? Ja. Oh! Gefällt sie dir? Nee, alles doof. Gott, ich hab vergessen, was ich machen wollte. Ja, das ist doof. Ja. Was? Katrin will mich abgeben. Ich gehöre verkauft. Ja, gehörst du auch. Nee. Und jetzt meckern alle, dass sie auch das. Oh. Ja, ne? So ist das. Ja? Nein, ihr seid, Leute, ganz, ihr seid die besten Viewer aller Zeiten. So ist das manchmal. Die Plaschi ist besonders nett. Oh! Ich wollte nicht wirklich hauen. Ich wollte nur so tun. Gehst du weg? Tschüss. Oh. Aber in die Ecke. Eine neue Gruppe wieder? Nee, schick mal. Hi. Außer an Retro. Hi, Stark. Ja. Starkwood. Ja, verhauen die dich dann auch erstmal? Geh weg. Ja. Das ist auch keine Absicht. Ja, ich auch in eure Gruppe. Komm in die Gruppe. Alter, hat das gezwiebelt. Ja, wenn ich dabei, meine AP wieder aufzubauen, und du.
Ach Mensch, tut mir leid. So, übrigens ist Essen fertig. Ja. Ich hab immer genug Essen, weil ich bin so oft tot, dass ich gar kein Essen. Also ich hab nie Hunger. Essen! Essen wir jetzt alle zusammen, oder was? Ja, na klar. Gut. Ich würde dich auch füttern, wenn es gehen würde. Nee, boah, mit deinen stinkigen Griffeln, weißt du? Ich weiß nicht, was ich getan habe jetzt, um das abzukriegen. Weißt du, guck, hier oben habe ich... Man kann kaum noch runterfallen hier oben, weil ich so fleißig bin. Richtig toll. Richtig ein fleißiges Bienchen. So, Honig haben wir keinen, ne? Ich will jetzt endlich raus. Und jedes Mal fragst du wegen Honig. Ja, ich hab eine Infektion. Ich nach Essen und du nach Honig und Retro fragt hier ist doch was. Hier ist doch noch Urin. Guck mal, hier. Du hast davon gefragt, ob wir noch Urin haben. Ist doch hier. Urin? Ich will so ein Brot essen. Hat sie das gerade Urin? Ja, dass das aussieht wie das trübe Wasser. Ja, das. Ja, aber ich kann kein Bier brauen. Hi, Fjorre! Bier machen. Das ist natürlich schlecht. Ja, sehe ich auch. Aber so. Ich will nicht, dass die Nacht rum ist. Ich will nicht die ganze Zeit mit euch hier rumschimmeln. Jetzt weiß ich, was hier so riecht. Sorry, das sind meine Füße. Wieso gehst du denn von mir weg? Ja. Einfach so. Oh, komm her. Hey, Hilfe. Hilfe. Dann geh ich hier nach oben, Leine. Ach nee, da geht der schon nicht. Ich bleib hier unten. Nix da. Ja, ich bin hier unten. Dann geh ich nach ganz unten. Ja. Da will ich nicht Leine hin. Ich zieh aus dem Aus in das Farmhaus. So. Ja, wir brauchen definitiv Antibiotika oder Honig. Ja, da fehlt nicht mehr. Oh. Dieses Geräusch. Ja, ich will mal so, ich will ja gar nicht, wieso macht er bei rechts und so, wieso kann man nicht einfach die Hände heben und gar nichts machen? Ich brauche einen Messbecher, einen Kochtopf. Ja, ist da drin. Ist da drin. Ja, Säure ist so ein bisschen das Problem. Und ich weiß nicht, ob man Säure... Oh! Ach nein. And it burns. Ich will sie loswerden. Können wir die verkaufen oder so? Zum Glück fangen die Holzkisten dabei nicht auch noch an zu brennen. Das wäre witzig gewesen. Das wäre so geil. Geschossen oder gehauen. Aber ich habe da jetzt gar keinen Damage genommen, so ich doch ein bisschen. Ja, minimal. Aber hat doch so Aloe Vera, oder? Bringt das nichts? Na, hast du Verbrennung oder sowas? Weiß ich ja nicht, woran kann ich das jetzt genau... Bei dir steht nichts. Wie so ein Flachmann. Was kann ich mit dem Lernelixier machen? Mit dem was? Lernelixier, Großvaters Lernelixier. Heißt auf Vega, ja. Okay, wer hat das gerade geschrieben? Ach, Armin. Okay, er darf das. Ich darf alles. Guck mal, bitte mich... So geht das schon die ganze Zeit jetzt hier. Es brennt in der Kehle, steht da jetzt. Was? Du hast das jetzt nicht getrunken, oder? Doch, ich wollte testen, was das kann. Was hat sie getrunken? Was? Den Kugel. Ist nicht gut, oder was? Weil, ja, doch, ist schon gut, aber es wäre besser, wenn du jetzt irgendwas draußen machen würdest. Halt Zombies kloppen oder so, halt mehr... Ja, geh ich. Okay. Ich tausche die Tür aus und mache ein Passwort rein. Ich hab das schon noch gehört. Tschüss, Retro, bis nach Herpen. Warum ist das so? Ja, wie man jetzt hier voll nichts sieht, ne? Ja, wir sind noch abends raus. Ja, sollte ich ja. Ich wurde ja gehatet, weil ich da mal was ausprobiert habe. Und das jetzt nicht effizient nutze. Aber ihr, wenn ihr mal Kaffee sauft.
Ja, das ist ja auch nur Kaffee. Hier ist ja nicht mal jetzt jemand zum Töten. Warte, ich lock welche an. Nein! Oh Mann, du bist... Wie kann man so sein? Guck mal, warum ist das so? Was hab ich getan, dass ich mit solchen Leuten mich jetzt abgeben muss? Jetzt gibt's mehr XP. Ja. Ja. Mach mal das Feuer weißt auf. Ich zieh halt wirklich bald aus. Oh. Vor dem Stream hat sie gesagt gehabt, dass sie uns so mag und nie ohne uns spielen möchte und so. Ja. Und jetzt so. Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Oh! Oh! Hi, Mieze! Dankeschön für dein. Oh mein, ich hab mein Schwert schon wieder verloren. Stab reparieren. Was macht sie denn da? Dankeschön für den Raid. Was sie macht, sie kämpft um Überleben. Ja, ich seh's. Dankeschön. Habt ihr das Gehirn gesehen, wie das geflogen ist? Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr drüber. Ich darf nichts sagen. Selber Fisch. Hi. Vorsicht, Retro Spikes vor der Tür. Was soll jetzt dieser random Hate? Die haten mich nicht immer. Das ist nämlich ganz schlimm mit denen. Ich suche mir jetzt auch ein eigenes Haus, wenn es hell wird, und ziehe aus. Boah, und das vor der Blutnacht. Da ist aber jemand mutig. Oh. Aber, ja, oh. Ich halte dich nicht auf, Retro. Also. Nee, danach jedenfalls. Und ich nehme alle meine Sachen mit, die ich gelootet habe. Nee, du wolltest jetzt gehen, also... Ich mache jetzt auch hier in der Tür ein Schloss rein. So, ist abgeschlossen. Oh, hast du? Habt ihr mich jetzt ausgesperrt? Du wolltest ausziehen. Warte mal. So, ich habe einen Speer in der Hand, ne? Nee, das sind keine echten, das sind aber echt von mir aufgeklebte Pflanzen. Ich habe nur leider vergessen, eine Lichterkette anzumachen. Und ja. Alles selber aufgeklebte Plastik- und Papierpflanzen. Echt wäre geiler. Die würden bei mir nicht eine Woche überleben. Ich habe überhaupt keine Probleme. Wieso gehe ich nachts nicht eigentlich nach unten in meine Mine und mach dabei noch? Weil du nicht schlau bist. Ja, jetzt. Achso, ich sollte ja draußen Zombies jagen, ne? Nee, jetzt ist es abgelaufen. Ich kann hier bleiben. Jetzt, wo die Nacht fast vorbei ist. Ja. Ah. Toll. Es ist aber noch dunkel. Guck mal, wie duster das noch ist. Ja, aber um 4 wird es noch hell. Wollt ihr mich gleich loswerden? Wollt es gehen? Ich gehe jetzt auch. Ich gehe. Und ich lasse die Tür auf. Okay. Ja, so ein Anti-Mate wieder. So. Da, würde ich den Mittelfinger zeigen. Falsches Spiel. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, leider. Stellt euch das aber vor. So einen dicken, wurstigen Mittelfinger. Ach, kann ich bitte meinen Mofa haben? Ihr Mofa? Ja, ich fahre jetzt irgendwo hin. Ja, seit vor 20 Uhr bitte zu Hause. Ging das jetzt noch die ganze Zeit so weiter, Mieze? Das ist ja ätzend. Das ist echt ätzend. Das tut mir echt leid. Ja, total unnötig. Aber denk an das, was ich hier geschrieben habe, ne? Wenn jemand das so drauf anlegt, dich abzufacken, machst du ja was richtig. Das habe ich gelernt von Leuten, die mir das auch 100.000 Mal schon gesagt haben. Hallo? Wo ist das Motorrad? Hast du es jetzt vor die Tür geschmissen, nur? Nö. Hast du es... Gut, möchte alleine sein. Okay, jetzt. Ihr braucht mich nicht suchen. Hey, hast du noch Holz in der Tasche? 3, aber ich habe Holz in eine Kiste gepackt. Guck mal, ich ziehe jetzt gerade aus von denen. Ja, ist gemein, oder? Tschüss. Tschüss, ihr zwei.
Ich rede gerade. Tschüss. Nein, such mich nicht. Ich hab doch nichts gemacht. Hi, Antigamer, hallo. Ich gehe mit gesenktem Kopf. Besser darf ich leider nicht sagen, weil sonst kriege ich Ärger. Was wolltest du sagen? Ha. Guck mal, einfach ausgesperrt haben die mich. Vielleicht gehe ich vorher noch ein paar Sachen zertrümmern bei denen. Nach. Was brauchen wir noch? Essen. Ja, Essen ist immer gut. Sag die Kartoffel. Kartoffel ist fertig. Pedro? Ich streue da hier so durch die Gegend. Lass mich. Pedro! Nee, bleib du mal bei Lordi. Ich komm klar. Schlafsack, ja. Soll ich uns einen Kartoffeleintopf machen? Kannst du die zusammen machen und den gleich wieder anbauen? Ja, ich krieg 7 Kartoffeln raus und aus 5 Kartoffeln krieg ich 1 Samen. Ja gut, okay, aber das ist doch gut. Ja. Brauch aber pro Essen 2 Kartoffeln. Ach so, also genau abgestimmt. Hoffentlich verschimmeln eure Kartoffeln. Oh, ich habe ein Jagdmesser gefunden. Ist es sinnvoller, wenn wir die aktuell sparen? Ich habe jetzt wieder eingepflanzt den Kartoffelsamen und wir haben jetzt noch 2 Kartoffeln übrig. Hab voll so ein Jagdmesser gefunden. Ja, Glückwunsch. Was brauche ich denn da? Ist so nah. Hey, ist das wie so ein Fähnchen im Wind. Absolut. Was? Verstehe ich nicht. Sind hier überall so Spikes vor? Warum habt ihr das getan? Was denn? Das haben wir nicht getan. Das waren wir nicht, nein. Ja, ich komme klar. Ich komme ganz. Das geht mir richtig gut alleine. Endlich nervt mich keiner mehr. Petro? Kriege ich meinen Schraubenschlüssel wieder? Nein. Ich bin aber hinter dir. Du hast mich ausgesperrt. Ich töte dich. Du sollst mich nicht nachlaufen. Hau ab. Geh weg. Du willst doch nur den... Nö, den schmeiß ich weg. Nein, der ist Stufe 4. Wir können doch keine craften. Uns fehlt das Rezept. Jetzt kannst du angeschissen. Nee. Scheiße, gibt's keinen Punkt irgendwie, den man lernen kann, wo man mehr Samen rauskriegt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Lodi. Weil vom Landleben habe ich jetzt alles voll. Aber da kriege ich halt auch nur dreifach die Ernte. Und halt, dass ich Samen von Beeren und Gemüse machen kann. Also, du sollst nicht hinter mir herstreunern. Das ist Belästigung. Ich will nur das, was wir gehört, wieder haben. Du hättest mich nicht rausschmeißen brauchen, das überlegt man sich vorher. Was ich dabei habe, nehme ich mit. Ey, wenn du nicht willst, ich hab noch eine. Achso, der Briefkasten übrigens, der hier steht, das war ich. Ich hab ihn nicht. Oh, kannst du deinen Dackel hier mal zurückpfeifen? Ja. Ich habe einen Schraubenschlüssel für dich. Ja, ist der auch Stufe 4? Ja, natürlich. Okay, dann gehe ich zurück. Ich habe alles. Ich wollte indirekt damit Retro zurückholen, aber sie wollte nicht. Ja, hab's gehört. Das kann man auch nett machen. Bisschen mehr Liebe und so. Ich werde sterben wegen euch. Scheiße, die spawnt hier wieder. Ja. Ja, ich mach mal schnell den Schlafsack weg. Tür abschließen, damit sie einfach nicht wegkommt. Halten wir denn als Haustier? Hört ihr das, wie gemein die sind? Oh Gott. Hört ihr das? Biesig, ne? Ist das nicht traurig? Biestig? Du wolltest mir doch meinen Schraubenschlüssel nicht wiedergeben. Ihr habt mich rausgeschmissen.
Dann nehme ich mir noch. Du bist gegangen. Ja. Ich hab doch hast du das nicht. Er hat jetzt da was kaputt gemacht, dass ich nicht mal reinkommen konnte. Ich weiß nicht, wovon sie redet. Also vorne ist alles ganz. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Warum die so gemein sind? Ja, da fragt die mal. Die haben mich rausgeschmissen zu Hause und jetzt heulen sie rum. Weil ich nämlich noch Sachen dabei hatte, die sie ja brauchen. Ich brauche die. Ich brauche euch aber nicht. Jetzt hat aber lange gedauert. Ja, hier ist irgendwas. Weißt du, Lordi? Ja. Ich mach die Info unten im Zimmer, aber der ist wirklich nur ein Block. Ich mach mal zwei, damit sie stehen. Ja, okay, dann mach ich zwei. Aber auch noch so eine fette Tür rein. Hi, Wisi, hallo. Wie beim Haupt. Kommt her hier. Das ist alles hinter Aldi. Warum machen so das die krassen Leute, oder was? Oder ich grabe noch tiefer und verfrachte da das Zimmer rein. Ich höre euch, ne? Ich wollte es nur sagen, ich höre. Es wird jetzt nicht besser gerade. Hier ist halt eigentlich auch ganz schön. Hier kann man auch super gut wohnen. Hier ist wie so ein gemütliches Bett. Und ein Sessel für meine Klamotten. Und ein Ofen. Und eine scheiß Statue. Du hast mich erschreckt. Und eine Brille. Das ist richtig schön hier. Hört mich mal mit eurem Scheiß da. Ich vermisse Retro. Wer ist das? Das ist eine super coole und tolle Frau. Okay. Schleimer. Schleimer. Schön. Aber hier habe ich auch einen schönen Dachboden. Voll Gemütlichkeit. Pilze wieder angebaut. Mann, eigentlich. Hi, Days. Hallo. Okay. Oh, okay. Wo haben wir Lehm? Unten in der Kiste. Bei dem Eisen. Okay. Müsste 3000 oder so drin sein. Ich brauche nämlich Lehm, um Pilzsporen zu machen. Was kann man damit machen? In die Suppe? Ja, okay. Ja, ich mag es ein bisschen, wenn zwischen den Zehen knirscht. Ja, die haben mich rausgeschmissen. Die waren richtig scheiße zu mir. Ich habe mich doch schon entschuldigt. Du ja, aber du bist immer noch bei Lordi, obwohl der gegen mich hatet. Was? Guck mal, wie schön das Haus hier einfach ist. Wir wohnen in so einem... Weißt du, ich kümmere mich hier um Essen und alles und dann muss ich mir sowas antun. Oh, Räuchler. Ich wollte ja weg von euch. Ich gehe noch weiter. Meine, ich stehe jetzt zwischen den Stühlen. Ich weiß nicht, wo ich nicht gehöre. Ja, sich zwischen... Lügen, zwischen deinem Freund und deiner Freundin entscheiden. Von wegen steht hier zwischen den Stühlen. Der klopft laut. Lordi, ich möchte bitte, dass du meine Wohnung verlässt. Ja, wie war das mit dem Schloss? Ich möchte Retro hier drin haben. Aber wer soll dich denn mit Essen versorgen? No. Ja, ich esse dich, wenn nicht. Ich werde immer trauriger. Ganz schwierig gerade. Warum wirst du traurig? Er muss sich schon wieder etwas Böses auf der Zunge. Muss ich sehr zurückhalten, weil er ist nämlich ein gemeiner Kerl. Wer denn jetzt? Lordi. Ja, Lordi ist immer gemein. Er ist doch mega stinkfies.
Oh, weißt du, was ich heute vergessen habe? Oh Mist, ich habe das Wasser. My Lord. Don't forget. Ach. My Lord. My Lord. Ja, hi Lord. Hallo, na, alles schick? Ja. Echt, wo bist du denn? Gar nicht zu Hause. Ich hau ihn einfach. Ach Mann. Sei mal nicht so. Sei du doch nicht außerdem so. Hast du mich schon hier hauen, ja? Ich weiß ja nicht, was du von mir willst. Nicht genug. Nicht genug? 30% HP weg. Boah, hat sie einen starken Haken. Ja. Ja, ich kann's halt. Ich weiß mich so wehren. Gegen so Lumpis. Ja. Hi. Hi. Was geht denn hier? Petro, wie vergraulen wir Lordi? Ich will ihn nicht vergraulen, ich bin ja schon weg. Nein, ich will aber von da Miete, nicht weg. Viel Spaß mit Diablo und danke, dass du da warst. Dankeschön. Können wir keinen Shoutout machen für Mieze, bitte? Das ist ja schon wieder irgendwie Untergang. Und für Wisi bitte auch. Und für Fjorl. Und für wen ich noch vergessen habe, bitte. Ah, hi. Geh ich noch mal jagen? Zeit haben wir noch, ne? Ja. Ja. Danke. Ich bin in Stacheln gelaufen. Warum machst du sowas? Weiß ich nicht. Weil ich doof bin. Ach man. Was? Ach Holger, der ist ein Scherzkeks. Holger ist immer lustig. Nee. Eigentlich okay. Auch nicht. Ja, wo du recht hast. Ich muss mal kurz auf der Karte gucken, wo Retro schon ist. Die ist ja schon da hinten. Dankeschön, ja. Vincent, für dein Abo. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ach ja. Hoppeln wir weg. Ja. Später. Ach hol, das stimmt jetzt auch, oder was? Das wäre mal was. Ich brauche wirklich viel Eisen noch, um alles hier abzubringen. Hä? Was heißt denn hier nur Prime? Dankeschön. Das ist total, total so eine Ehre, wenn du mir deinen einzigen Prime-Sub gibst. Ich finde das toll, dankeschön. Retro ist wieder gemutet, ob die lässt. Nein. Ja, ja. Mich mit netten Personen unterhalten. Ich bin doch hier, wir können uns gerne unterhalten. Wie war dein Tag? Gut, bis vorhin. Was ist denn vorhin passiert? Achso, nee, wir brauchen keine Armee-Laster-Auto-Reifen, ne? Doch, klar. Warte, wie kann ich den abbauen? Achso, warte mal. Mit dem Schraubenschlüssel, das droppt mit Glück. Das war aber, dauert lange, ne? Mit Rechtsklick. Ja, ja. Denn ich glaube, es gibt nicht mehr Unterschiede bei Rädern. Ich glaube, Rädern sind Räder. Okay. Okay. Was ist? Irgendwie ist meine Schaufel oder so, weiß ich nicht. Wer hupt denn Schatten. Da? Oh ne, Lordi. Oh Gott. Was ist so? Wie, ihr trefft euch? Ich komme auch. Achso, man muss das ganze Auto kaputt machen und hat dann vielleicht einen Reifen oder was? Ja, genau. Oh, da habe ich das jetzt auch mal gecheckt. So ein Messingkühler und so kannst du gleich zerlegen. Komm mal her, du kannst ja mal Loot mitnehmen. Warte mal. Ich stopp hier mal was. Ja. Hier, so eine Skibrille will ich auch nicht haben.
Oh, verrottetes Fleisch, danke. Nee, guck mal, elektrische Teile sind hier. Das kann, ich mit. Das kann ich zerlegen. Die Brille könnt ihr auch das zerlegen. Das auch. Was? Bleibatterie, was hatten die für eine Stufe? Oh, Stufe 6, sehr gut. Was ist hier mit Benzinkanister? Auch aufheben. Ja. Okay. Halogen-Scheinwerfer? Ja, die könnten wir auch. Kürbissamen, hier ist doch was für dich. Was, Kürbissamen? Kürbis? Oh, cool. Wir können Kürbisblüten bald machen. Hier, du brauchst noch ein Jagdmesser, oder? Das ist auch für dich, ne? Was, welche Stufe? Naja. Ja, gut, ist für einen Notfall. Okay, mehr Pflanzen brauchen wir auch nicht. Wie, was? Mehr und hier Pflanzen? Ist noch ein Ei. Nee, und hier Kaffee schon. Noch für dich. So. So. Ich dachte, man baut da nur die Räder ab. Nee. Leider das gesamte Auto. Was denn? Ach, danke. Ich werde ein bisschen hungrig. Mal, flackert das nur bei mir so? Oder wenn du hier stehst, flackert das bei dir auch? Nee, es flackert auch bei mir. Okay. Das ist eklig. Wie viel Benzin hast du bei? 489 Kanister. Ich wollte doch ja nicht aufsteigen. Nein, ich wollte nicht aufsteigen. Ich will ja jetzt. Ich will jetzt. Pack dir noch Benzin rein. Achso, ich muss jagen. Ja, ich will damit fahren. Muss Lodi vielleicht noch aufschließen? Oh, ist das abgeschlossen? Warte. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Ich dachte, auf E lang gedrückt und dann hätte ich ja... Nee, nur einmal E drücken. So. Genau. Nee, ist aber verriegelt. Warte. Ups. Lange... Probier mal. Gut. Hallo, Freund. Oh Gott, nein, der schon wieder. Freunde? Na? Kann ich schon mal hupen? Mit X. Oh Gott. Scheiße, mal da hinten hin. Ach, das ist aber mit Zeit. Was ist mit der Zeit? Ja, achte auf die Zeit. Ja, ich höre dich gar nicht mehr. Nein, ja. Da hat irgendwas erlegt. Herr Lehrer, was ist mit Hasi? Jetzt kann ich schnell mal auf Toilette. Ja. Ich will es einstecken. Nehmen. Nee, warte mal. Ich hab letztes Mal schon so rumgehühnert. Warte mal, ich kann ja erstmal hier das abbauen. Von Essen in der Nähe. Machst du da oben? Ach nee, der ist ja auf Toilette. Ja, der ist auf Klo. Ja, steht da oben, macht nichts. Diese ekligen Zombies, wo diese Beine so raushängen, ne? Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Wieder da? Baby. Hi, Nico. Habt ihr schon was Schönes für mich gefunden? Für dich, du kriegst gar nichts.
Was? Ja. Warum kriege ich nichts? Nee, wir brauchen aber eigentlich auch keine Anzugjacke, ne? Nee, also Klamotten haben wir genug. Er hat zerlegte im Zweifel. Also das Ding. Ja, hab ich schon. Das können wir wirklich gut gebrauchen. Es ist echt nichts zu fressen in der Nähe hier. Geh wieder nach Hause. Jo. Danke euch. Jo. Ich hab nichts mehr zu essen dabei. Jo. Sollte eigentlich mal was da sein. Mensch. Also die 10 Stücke Fleisch, die da drin waren, die hab ich. Hi, Ben! Mhm. Und danke schön für deinen Resub. Danke schön. Vielen Dank. Jetzt soll nur aus dem Jungen werden. Ich versuche ja groß und stark zu werden, aber dazu muss ich viel essen. Mhm. Also mit Jagen hier ist echt schwer. Hier haben wir neue Geräusche, die Zombies. Manche hören sich echt putzig an. Ja, ich sehe oder höre auch aktuell wenig. Ich gehe nochmal ins Haus. Oh, ein Zombie? Oh, ich habe Kartoffelsaat gefunden. Sehr gut. Der Eimer in die Kiste. Ja. Jawohl, Herr Kaloid. Okay. Manche Vogelnester sind übrigens respawned mit dem Loot. Ja. Ja, man kann wieder ordentlich was finden. Wo bist du denn? Ach, der Geräusch war gut. Hier kam gerade eine Qualmwolke. Warum das? Ja, schau mal nach, vielleicht ist da drin. Nee. Lieber nicht. Aber ich sehe schon, Retro rasiert mich hier nicht mehr. Oh. Macht er wirklich echt alles fertig? Ja, der Speer ist nicht schlecht. Treibst mich trotzdem. Ich hoffe, ein bisschen Eisen ist wieder fertig, dann kann ich nämlich draußen weiterarbeiten. Ja. Ich sollte echt mal die Musik im Hintergrund wechseln. Warum? Ja, es sind so manchmal leise Stimmen in der Musik drin. Ja, vielleicht wirst du paranoid. Vielleicht ruft dich die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, das glaube ich auch langsam. Lordi! Lordi! Ich will unbedingt vor der Blutnacht nochmal sterben. Ja. Naja, ich krieg die Dings nicht weg. Die Verstrahlung oder Verseuchung. Ja, könnt ihr nach Kochtöpfen und Säuren Ausschau halten? Ja, ja. Das wäre wirklich schön. Sag mal. Oh. Sag mal, Ben, ja. wie gefällt dir Daisy? Ich glaube, sie hat sich nur aus Versehen in den Mund gedampft. Oh ja. Bist du da jetzt so ein bisschen im Fieber? Ich verzeihe ihr das. Ja, ich bin eventuell durcheinander gekommen. Ich habe vielleicht mit euch geredet und war gemutet und umgekehrt. Ach so. Oh, nee, das wäre jetzt nicht so viel. Ah, hier ist eine Kiste runtergekommen. Oh. Okay. Was ist drin? Kürbissamen. Und Ausrüstungspaket öffnen. Und was war drin? Reitwellenstiefel, Beinschienen, Brustpanzer, Handschuhe, Helm, alles Stufe 3. Okay. Oh, ich muss essen. Ich komme heim. Hast du noch genug? Ja. Oh.
Oh. Na, frag doch nicht mal gleich nach. Doch. Jetzt. Ich komme auch mal zu. Retro springt mit dem Motorrad. Gut, das war bestimmt V. Anstatt X, die wollte bestimmt rufen. Nee, das war nur ein Felsen. Oh, auch gut. Der Außenbereich ist schon halbwegs safe. Also die Nacht. Glaube ich. Wo ist das Hühnchen? Da ist das Hühnchen. Schreibt mich von hinten an. Ja, doch. Der kann nochmal schön liegen bleiben. Oh, ich hab Motorrad gehört. Ja, ich bin wieder da. Draußen liegt das Motorrad, falls es noch einer braucht. Kannst du, Retro, kannst du mal gucken bei dir, welche Sperrhunter-Sachen du schon hast? Weil ansonsten würde ich dir ein Buch mitbringen. Woran sehe ich das denn? Ja? Und dann oben auf dieses Manikiekchen Fähigkeiten und dann auf das Buch und dann suchst du einfach nur Bear Hunter. 6 und 7. Ja genau, und wenn du draufklickst, siehst du, welches Buch dir fehlt. Vorne stehen doch Zahlen. Ja, 2 fehlt mir. Ja, 2. Nur die 2? Mhm. Okay. Dann kann ich das ja lernen. Ja. Weil es ist Nummer 4. Gibt ein paar XP. Die Hupe ist mega scheiße. Ich finde die Hupe mega gut. Ist witzig. Aber ja, sie kann nervtötend sein. Aber das ist ja Sinn und Zweck. Kann man Leute so richtig schön nerven. Geht jetzt schon wieder Eisen. Und ich hab gleich wieder Hunger. Essen wollte ich ja auch noch. Die Stahlrüstungsteile. Ich suche jedes Mal den ganzen Kram hier. Stahlrüstungsteile? Ja, sieht aus wie so Knieschützer. Aber wenn die aus Stahl sind, sind die besser als Eisen. Hab ich jetzt hier gehabt. Militärrüstungsteile, Stahlrüstungsteile. Ich weiß nicht, wo ich hier reintun soll. Es sieht aus wie eine Mod, oder? Ja, ich glaube gerade auch. Und Benzin und Superöl. Ich mach das mal hier rein. Ich weiß gerade nicht. Benzin, dafür gibt's eine Kiste. Na, wo die Autoteile drin sind, glaube ich, müsste es eigentlich sein. Okay. Servus. Ach, hier sind auch schon solche Dingers. Nee. Ich habe jetzt überall geguckt. Das Geräusch in Kisten macht einen ja auch kirre. Oder? Ja, kann. Aber... Wie das Auto hier draußen einfach rumliegt. Auto, Motorrad. Wie viel braucht das noch jemand? Wir haben eine extra Kiste für Autoteile, oder was? Ja. Da sind die Batterien und so drin. Da ist eigentlich immer Motor. Alles... Motor. Ja, hier habe ich was gefunden.
genau. Ich war scheinbar blind. Oder blöd, oder... Oder alles. Achso, Federn habe ich zerstört vorhin. Ich bin raus in den Stacheln gefallen. Ja! Endlich mal du und nicht ich. Finde ich gut. Wirklich sinnvoller. Wie viel XP hast du, Lordi? Warte. Kein Moment mehr. Ja. Ich kurz was. Na klar, na klar. Halt, stopp. Wie viel XP hab ich? Wo sehe ich denn das? Unten über deine Taskleiste unten. Also über deine Achse ist so ein Balken nochmal, der ist lila. Ja, ja. Und da siehst du den Fortschritt. Und wie viel hast du da? Der ist jetzt, naja, ein Drittel voll. Ja, komm ja nicht hoch. Solltest du dich nach der Blutnacht töten, weil mit der Sense verlierst du EXP. Ja, das Problem ist, ich bin schon bei 12,1% Verstrahlung oder Verseuchung. Ja gut, aber wenn du durch die Blutnacht ein Level abhast und dich danach erst tötest... Na gut, okay. Weißt du? Das weiß ich nicht, sonst wegen den, falls du den Sensenmann kriegst. Ja, nee, ist richtig. Petro hat ja auch den Sensenmann nicht mehr. Nee. Oh, nee. Krass. Aber ich hab Hunger. Dann mach ich noch mal. Will eine Schule hinstellen. Warum geht das da nicht so, wie ich das will? Mit Rechtsklick? Ja, aber trotzdem, das ist ja doof. So wollte ich das doch gar nicht. Ich nehme mir mal Trinken raus. Ja. Und Gläser packe ich rein wieder. Reparaturkits sind übrigens in der Werkbank noch ein paar drin. Okay. Falls jemand was reparieren muss. Weiß ich nicht. Oh, ich habe noch mehr auszuräumen. Oh, können wir nicht diese Rohre hier? Kann ich die wegmachen? Na klar, ich habe auch schon angefangen, die abzubauen. Oh, das nervt. Ich komm hoch, ich mach dir das. Damit man da mal durchlaufen kann, einfach ganz normal. Ja, dann, das wäre nett. Oh. Hi. Immer darüber zu steigen, ist super nervig. Ich gehe eigentlich rechts. Oh, ja. Ja, gut. Aber ey, weg ist weg. Ja, okay, es ist viel besser. Danke. Ach nein. Schreier. Ja. Die kommt nach vorne gerade. Vielleicht läuft's in die Stacheln? Die Holzkisten stehen, die Holzblöcke sind da. Ja, hast du auch gehört. Nägel. Oh. Wir haben. Oh, das ist jetzt nicht schon wieder passiert. Hast du R gedrückt? Du kannst mich mal. Ich guck aber. Ja, lach ruhig, doof. Ich steck mal das Motorrad ein. Ja. Ich hab gesagt, es ist draußen. Ja, das ist schön. Was soll jetzt dieser Random Hate? Nein. Ben Hate. Diese Ungeduld, dieses Unfreundliche. Ungenießbare. Ungenießbare. Ich merke das. So. Wollen wir doch mal rausneigen, ne? Nee. Nö. Also ich muss nicht. Dann baue ich jetzt die... Und, ja, im Zweifel baue ich ja nochmal neu hin, also... Die Holzblöcke hier weg. Aber ich glaube, so schnell kriege ich das Eisen nicht zusammen, um draußen noch weiter zu arbeiten. Ja. Der braucht noch ja lange. Er macht draußen schon wieder Sachen kaputt, Lordi. Ja, macht er. Eieieiei. Ich muss an die Kiste. Achso, du bist noch am Einsortieren, war. Ja. Entschuldige. Soll ja ordentlich sein. Ich hab's ja. Sonst krieg ich nämlich wieder Anschiss. Legitimierst du dein Fail damit?
Nein. Okay. Was habe ich denn noch in der Hand? Ey. Eine Hose. Wo kommen denn die Nägel hin, verdammt? Muss mir ganz Kleber? Oh, da ein. Kleber habe ich noch. Warte, ich droppe dir den hier. Nee, hier. Nee, ist gedroppt. Brauch ihn doch nicht. Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe ihn reingepackt. Alter, mal die Hose nach. Oh Gott. Was machen wir da jetzt? Ich baue hier noch einen Spike hin. Da! Okay. Okay. So, theoretisch gesehen bin ich ready. Braucht jemand noch Holz oder sowas? Weil ich habe gerade noch was im Inventar, wenn nicht, packe ich es weg. Nö, ich brauche nichts. Nö, alles gut. Gut, habe ich reingepackt. Wo ist denn der nächste Trader? Wisst ihr das noch? Müsste der nicht markiert sein? Ich sehe keine Markierung, ehrlich gesagt. Oder sehe ich den vielleicht auf dem Kompass? Nee. Nee. Auch nicht. Müssen wir nämlich da auch mal gucken, ob wir vielleicht auch jetzt mal andere Sachen kaufen können. Ja. Ja. Ob wir genug Jetons zusammen haben. Ja gut, im Zweifel verkaufen wir Sachen. Also wie Klamotten und so. Bin ich ja schon wieder hungrig. Was stimmt da mit mir nicht? Das ist mein Essen. Was? Nein, das war ja nur Spaß. Jetzt besser durchfliegen mit den Rohren? Ja, es ist viel besser. Okay. Ja. Jetzt mal runter in meinem Keller. Frag mich, das muss so. Okay. Draußen ist ein Wolf. Hört sich wirklich an. Was wollte ich denn machen? Ja, ich hätte ein bisschen Holz mit runternehmen sollen. Ich kann dir was droppen oder so. Bretter? Ja. So, was weiß ich, 500 Stück. Irgendwo so in dem Dreh, muss jetzt nicht genau sein. Ja, hat super geklappt. Das kommt. Klappt, oder? Ja, danke schön. Wenn ich noch mehr Bretter finde, kann ich noch mehr geben. In der Kiste, wo Eisen drin ist. Ja. Bei Projekt Bunker steht noch. Wie es aussieht. Was? Wieder was runtergeworfen? Ja. Ach, liegt das vielleicht hier oben? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Ja. Und, ja. Ja. Willst du machen wieder? Ja, kannst du machen. Oder auch das ist eigentlich egal. Okay. Was haben wir da noch? Oh, komm. Ach, da oben. Ich hab das jetzt richtig schön hier.
Wo meinst du jetzt, so oben? Ja. Ja, das ist auch schön. Oh ne, ich wollte dann Blumenkübel neben auf meinem Stuhl machen. Geht das? Nein. Ist doof. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. So. Wo habe ich denn meine Schaufel schon wieder? Achso, wir sollen ja nicht mehr rausgehen, stimmt ja. Ja, würde ich mir jetzt überlegen. Ich gehe jetzt runter zu Haze. Ja! Okay. Tschüss, Fadi! Kannst ja gerne mithelfen, wenn du möchtest. Wollte eigentlich nur gucken, gute Ratschläge geben. Achso, ja, das kannst du auch. Das aber hier kann ich doch mein Zimmer haben, mein Leine sein, oder? Wo meinst du? Warte. Ja. Meinst du da oben, wo ich das Eisen abgebaut habe? Ja, hier bin ich. Das wird noch größer, weil ich werde ja noch mehr Eisen abbauen. Guck mal, wie viel Eisen hier noch überall ist. Ja. Ich hätte dir hier unten irgendwo ein Zimmer halt mit rein gemacht. Da wirst du doch wieder hier wohnen, ja? Du hast doch eben gerade gefragt, ob du hier wieder wohnen kannst. Was muss ich machen? Soll ich hier abbauen mit meiner Axt? Nee, Spitzhacke. Ja, da habe ich keine. Ach so, warte, ich mach dir mal schnell eine. Oder warte, ich repariere die hier. Und... da oben reparieren. Oh, er lässt sich wirklich helfen. So? Hier? Ja, warte kurz. Eieiei. Und hier weiter, oder was? In der Richtung dachte ich erstmal noch nicht, weil hier haben wir eine gerade Fläche, das ist unser Bezugspunkt. Nach der Richtung, also Richtung Süden, kannst du graben, wie dir lustig ist. Also hierhin, Richtung Süden. Genau. Du darfst nur nicht 6 Blöcke oben unten haben. Wahrscheinlich stürzt alles ein. Ja, wenn wir zu viel von der Decke oben wegnehmen, kracht uns was runter, weil hier ist viel Sand zwischen. Jetzt versuche ich schon ein bisschen Sand abzubauen. Okay. Ach, verdammt. Verdammtes Äxtchen. Braucht sonst wer noch Werkzeug? Weil dann mache ich gleich noch ein neues. Weiß ich nicht. Kann aktuell nur Stufe 4 Werkzeug machen. Peng. Wie viel hast du da draußen schon wieder? Lordi? Es waren bloß Hunde. Ja, okay. Eisenspitzhacke. Aber die sind zu schnell. Klebeband. Ach, gut. Das wären 4x XP gewesen. Leider sind die vorher in die Spikes gerannt. Was ich scheiße finde, ist halt, dass man keine Punkte abkriegt. Ja. Ich brauche Klebeband. In der Klamottenkiste ist einiges. Ja, einiges werde ich, glaube ich, brauchen. Ich glaube, ich brauchte 5. Wo kann ich denn die Ausdauer mit erhöhen? Also bei den Punkten? Da oben. Warte. Da oben. Finde ich nicht schlecht. Bei Beweglichkeit.
oder? Ich gucke gerade. Bei Stärke. Bei Stärke? Bei Stärke, ja. Und dann sexueller T-Rex. Keine Ahnung, ich hab da noch nicht. Ach so, da. Ja, ist denn bei einen Athleten Punkt habe ich, aber wahrscheinlich habe ich nicht genug, ne? Naja, scheinbar kann ich es mir noch nicht freischalten. Sonst würde es ja gehen. Okay, dann warte ich noch. Hm? Ich weiß gar nicht, unter was hier Ausdauer ist. Unter Stärke. Sexueller Tyrannosaurus. Hi, work don't play. Hi. Aber ich habe einen Punkt und ich kann scheinbar noch nichts machen. Kaufen geht noch nicht. Deshalb warte ich noch. Bevor ich was vergebe. Ja, ich brauche auch aktuell immer 2 Punkte. Weil das ist mir auch wichtig, das zu haben. So, 1,5 Stunden noch. Dann geht's los. Ja. Also ich mache in der gleichen Breite wie du, baue ich das ab, oder was? Ja, so Pi mal Daumen erstmal. Komm mal kurz runter. Ja, okay, nee, wir man kann schon klug scheißen. Wenn das immer... Damit wir die Eisenader mitnehmen. Sowas ist jetzt nicht schlimm, nur wenn man permanent Tipps kriegt, ist das nervig. Sowas ist okay. Also wir können über Kaffee verhaften. Ja. Muss ich mir mit runterbringen lassen, habe ich jetzt vergessen. Hast du noch Kaffee dabei? Nee. Ich hab schon lange. Wir haben auch gar keinen mehr, ne? Nee. Ich habe noch 2 in der Tasche, ich kann aber gleich nochmal welche machen, schnell. Ja, zum Abbauen hier wäre das echt nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Du hast ja auch den Bergmuskel noch nicht, wo ist das ja auch nochmal ein bisschen einfacher ja, geht. Ja, stimmt. Ich mach nochmal ein bisschen Kaffee. Ja. Habe ich mein Holz weggetan, ich Idiot. Was Retro mir runtergeworfen hat. Weil das ich war ganz schön viel, ne? Ja, ich hab schon wieder eine Kiste gepackt. Aber wir können jetzt nach oben gehen, Retro, weil es ist Nacht. Ja, okay. Ja. Mach das hier noch. Ja, ich muss den Kaffee noch schnell fertig machen lassen und dann. Ja. Ich geh schon mal nach oben. Ich komme. Achso. Ich hoffe, ihr seid ready. Ah ja, Blutnacht, ne? Ja, nehmt euch noch Essen mit? Ich hab im Inventar. Den Fleisch. Also hier sind noch 10, 27 Fleisch drin. Welche Muni hab ich denn da jetzt drin für die Waffe? Für das selbstgebaute Gewehr? Die hier? Die 762 Muni? Nee. Ja, doch. Ich glaube die 762 Muni war dafür. Drück auf Nachladen und dann siehst du es ja. Nicht mit dem Hammer. Ja. Ja, er ist richtig. Okay. Kaffee ist in einer halben Minute fertig. Ja, jetzt brauchen wir den ja gerade so gar nicht mehr. Essen brauche ich noch ein bisschen. Er ist hier unten im Feuer drin. Ach, nur einfach nur. WD-40, ja. Hier ist das. Okay. War ich auch gerade, ist mir nicht. Warum komme ich immer nicht hier hoch? Zu wenig Ausdauer. Ja.
Dankeschön. Aber die letzten Blutnächte waren gar nicht so schlimm. Dieses Mal. Ich würde sagen, diesmal kommen sie von hier hin. Hinten war die allererste Blutnacht. So von Südwesten kamen sie bei der allerersten Blutnacht. Okay. Das war nämlich auch der schwächste Punkt damals. Ich wäre fast hier runtergesegelt. Oh, das wäre witzig gewesen. Hätte mir jemand was bei dir tippen können. Ja. Oh, von da. Ja, von hier, Nordwest, West. Oh Gott. Kein Adler. Kein Geier. Da geht los mit meinem Bogen über dir. Retro, über dir. Oh, oh! Ah! Retro ist unten. Ihr müsst mir helfen. Wie denn? Mein Zeug. Wie, Retro, wir können dir nicht helfen. Mit dem scheiß Vogel da. Der hat mir Panik gemacht. Achtung, kommt noch ein Vogel. Ich sehe nicht. Ich brauche meine Sachen. Nimm dir eine Waffe aus dem Dings unten raus. Achtung, dir. Ja, ich hab nur Bogen, ich bin da. Sind die schon drin? Nein. Du kannst nach unten gehen und noch eine Waffe holen. Ah, was nehme ich denn da? Ey, das sind das diesmal viele. Ja. Ey, und die Metallpiken haben schon echt gut durchgehalten, aber es sind so viele, die brechen da wirklich durch. Oh, dieses Nachladen! Oh ne, ich hab Angst, wieder runterzufallen. Oh, da hinten. Nee, mehrere. Ah, fuck. Spucken die bis hier oben oder was? Oh Gott. Oh, bleib stehen. Ich muss hier leider gerade ganz kurz ein Stück weggehen. Da kommt noch ein Spucker. So, jetzt ist sie reingelaufen. Die gehen Richtung Eingang. Die sind sogar gleich an der Tür. Ich glaube, ich hätte mir eine andere. Ich muss mir eine andere Waffe holen, glaube ich. Aber jetzt geht es lieber nicht mehr runter, ne? Doch, jetzt kannst du doch.
Jetzt kannst du noch die Tür helfen. Ich kann dir nur nicht sagen, für wie lange. Ich wurde angespuckt. Ich geh mir schnell eine andere Waffe holen. Ja, ja. Warum kann ich die nicht reparieren? Scheiße. Oh ne, wir haben doch... Hast du kein Reparaturset dabei? Ja, doch. Ich weiß nicht, was für eine Waffe ich nehmen kann, weil die andere Muni liegt draußen. Ne, ich muss mit der. Ja, okay. Pistole bringt mir ja auch nicht so viel. Ich wurde angespuckt. Ja, ja, kann ich gar nicht was tun. Oh Gott, ich finde den Weg schon wieder hoch. Die könnten gleich durchsprechen. Wir können Adler, Geier. Sehen aber nicht. Doch. Wo? Welche Richtung? Südosten. Okay. Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Ja, ja. Gut. Gut. Noch einer. Gleiche Richtung. Gott. Ich höre noch Sachen kaputt gehen. Nee, aber da kommt noch einer. Wie es unten aussieht, Leute. Und wo kommt er? Da kommt er. Ja, ich kann dir helfen, Lodi. Fuck. Ich komme. Wir fuck. Einmal hauen, und dann ist er meistens gut tot. Hauen? Oh. Ja, ist tot. Da kommt noch einer. Ja, verfehlt. Ja. Tot. Wie viele denn noch? Oh, scheiße. Bist du runtergefallen? Aber zum Glück ist das Loch hier. Die Viecher sind echt mies. Ja. Hier Richtung Südosten brauche ich Hilfe, Zombies. Oh, die laufen so schnell. Okay, ich glaube, der ist tot, der ist nur Animation. Okay. Ja. Okay, ist vorbei. Sieht wohl so aus. Scheiße, oh Gott. Tschüss. Nein. Hallo? Ich mach was kaputt. Nein. Bleib hier stehen. Auf was stehst du? Jetzt muss ich gucken gehen. Wo? Oh nein, das ist nicht dein Wo ist er? Alter, so viel Glück kann man nicht haben. Der ist hier unten auf so einen Trafo gefallen. Der ist nicht ganz auf dem Boden, sondern ist wirklich auf dem Trafo. Oh. Das war's jetzt, oder? Ja. Die Musik hat jetzt auch abgeklungen. Alle Zombies, die wir jetzt... Ich geh meine Sachen holen. Nach der Horde Geländer Danke. Bauen. Hallo, DJ Rocking Nonstop. Ja. Ja, Geländer bauen ist, glaube ich, neue Meta für uns. Oh. Baut hier einer eine Brücke oder? Nee, du kannst hier links vorbeigehen. Achso. Wo sie halt sich durchgebannt hat, haben den Weg, die Bombis. Also ich hab noch nicht so krass interessante Sachen. Ich hab nur einen Schraubenschlüssel. Also ich brauch den von Retro nicht, aber... Ach, brauchst du auf einmal nicht mehr, ne? Ja, ja. Ich hab grad einen gefunden. Also wenn du willst, jetzt kannst du auch... Ja, ja, hau ab. Ey, die haben richtig viel kaputt gemacht.
Ja, aber es ist auch viel stehen geblieben. Gut. Ich habe nichts Interessantes. Nicht mal viel Munition oder so, also. Ihr habt eine Nachtsichtbrille? Ich bin noch die Erste, die hier in die Stacheln reinrasselt. Welche Sperrjäger hat dir gefehlt? Zwei. Ja. Ne, Nummer 6. Ja, war aber eine gute Nacht. Ja. Ach, warte, das behalte ich ja. Ich dödel. Das und. Und das. Aber das stelle ich mir hier ein. So. Hier haben wir noch 2000. Oh. Okay. Jetzt habe ich hier so viele Steine dabei zum Reparieren wahrscheinlich. Bin hier gerade noch an der Innenkiste dran. Ja, merke ich. Dort ist die Kiste. Okay. Ich pack die raus. So. Ah. Okay. Draußen ist irgendein Vieh. Dann gönn dir. Ja, das ist schön. Ich möchte nicht. Bin froh, dass ich relativ lange überlebe. Ach so, ja, das kommt, weil du immer drin hockst. Nee. Das ist die strukturelle Aufteilung. Ah. Ein bisschen Munition habe ich aber wirklich nicht viel. Ich hab Haufen Essen gekriegt, ey. Super. Cool. Ich hab wenig Essen gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Bier. Ich hab nicht mal gelootet draußen, ihr Geier. Alles gut. Ja, das muss so. Eigentlich müssen wir wirklich Retro looten lassen, weil sie hat den höheren Skill da. Aber jetzt ist alles geloot, ne? Ja. Ja. So, ich hätte noch eine Nachtsichtbrille, wenn einer braucht. Ja. Ich bin eh meistens unten. Stimmt. Brauchst du was nicht. Da packe ich einfach eine Fackel hin und loot es. Setze ich mir die jetzt immer auf den Kopf und kann sie an- und ausschalten oder mache ich das dann nur, wenn es dunkel ist? Du kannst sie aufsetzen und an- und ausschalten, ja. Okay. Okay, die doki die. Bisschen blöd. Sieht hässlich aus, aber naja. Sieht die ganze Zeit schon hässlich aus, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen? Nichts. Ja, genau. Und wie schalte ich die an- und aus? Mit F. Aha. Hässlich. So. Ja, ich gehe jetzt wieder runter in meine Höhle. Ach ja, ich wollte ja mit dir da hacken. Ach du, wenn du jetzt am nächsten Tag looten gehen willst oder so, feel free. Ja, so lange mache ich ja nicht mal. Ich nehme dir den Kaffee mit und dann helfe ich dir unten noch ein bisschen. Oder warte mal. Welcher ist heute? 12. ja. Warum? Ja, nee, ich wurde gerade was gefragt. Dich fragen, Leute, was? Ja, erzähl ich dir mal in Ruhe. Oh, okay. Jetzt bin ich aber schon neugierig. Ja, ich auch. Das ist immer das Problem. Ist nichts Gutes. Also daher will ich auch im Stream nicht erzählen. Oh, okay. Oh. So. Gut. Aber warum konnte ich meine Pistole jetzt nicht reparieren? Weiß ich nicht. Was steht denn da, wenn ich reparieren drücke? Warte. Es steht gar nicht reparieren da. Das ist ausgegraut. Ja, dem fehlt hier irgendwas zum Reparieren. Ja, es wäre ja schön, wenn... Ah, vielleicht Eisen, wa? Möglich. Du siehst ja, was brauchst du zum Herstellen? Das brauchst du ja meistens zum Reparieren.
Nee, das war's auch nicht. Oh, das war hier sehr weich. Ja, dann. Ja, wie Minecraft. Ja. Nur für Minecraft gibt's schneller. Wie kann ich denn schon wieder hungrig sein? Ach, mir fehlt ein Tor. Ach, da unten müsste zu sehen. Haben wir noch Rohre? Ja, na klar, guck mal in der Autokiste. Ey, ihr habt das da unten in der Ecke gar nicht gesehen, dass das da mir gezeigt wird. Das ist der Linksklick-Simulator, Retro. Ja. Habe ich ein neues Level? Ich hatte vorhin eins. Ja, ich habe eins. Ja, dann bleibt bei uns, Freddy, weil wir machen halt relativ gut EP. Und das müsste doch geteilt werden, oder? Nein. Nur links. Also, dass wir immer weiter aushöhlen, ne? Ja, wir brauchen wirklich relativ viel Platz. Na gut. Warte, ich kümmere mich um den Sand hier ein bisschen. Das Sandgeräusch ist echt entspannt irgendwie. Ach, scheiße, könnte mich mal jemand verklopfen? Musst du nach unten kommen. Dann muss ich ja zu euch runter. Ja, wir arbeiten hier unten. Ja, super. Oh, soll ich hochkommen? Wo seid ihr auf welcher Ebene? Noch eins runter? Ganz gut, wir sind ganz gut für dich. Stopp! Retro, die Gemeinde. Er wollte es so. Er hat geschrien: Schlag mich! Ich bin nur seinem Wunsch nachgekommen. Du kannst auch ein Feld über dir abbauen. Wie über mir. Ach so. Ja, das mache ich. Ja. Ebene zum Beispiel. Ist aber kein Dark von mir unten. Nee. Was? Jetzt ist aber Lordi enttäuscht. Ich geh wieder hoch. Was Armin alles kennt. Ja. Bin schon ein bisschen enttäuscht und entsetzt. Du, ich auch. Ich dachte, Armin... Sei mir anständig. Ja, aber anständig? Warte mal, woher kennst du eigentlich den Dark Room? Was ich? Ich hab das nur gehört. Da, wie, was Armin sagt. Hat mir ein Freund gesagt. Okay. Nix. Weil er jetzt mal 5 Meter mehr laufen musste, um seinen Kram zu holen. Nein. Hallo? Was weinst du denn jetzt so? Weil du mich getroffen hast, du Lump? Ja. Ich mach den Boden. Du hast mich trotzdem getroffen, meine Füßis. Ja, ich schneide sie dir irgendwann mal ab und dann hast du das Problem. Das ist schon irgendwie eklig. Ja, ein bisschen. Ich muss gerade nach oben gehen. Ich hatte in irgendeiner Kiste einen Mod reingelegt, damit ich besser abbauen kann. Ja. So.
Komm, Retro. Au. Die Frau ist echt fleißig. Ja, richtiges Bienchen. Du kannst die so viel zuhauen, ohne dass sie ihr die Ausdauer. Trink doch mal Kaffee. Außerdem habe ich schon, das ist ja ein bisschen. Ah, diesen Tyrannosaurus habe ich ja schon ein bisschen. Also weiß ich, ob das jetzt schon so viel wirkt, aber so ist halt. Kaffee halt. Kaffee. Wo ist denn mein Kaffee? Weiß nicht. Ich hab mir eventuell was aus der Kiste genommen, vielleicht auch alles. Warte, ich kann dir einen abgeben noch. Warte. Ich droppe dir den. Das ist der letzte. Oh, ich krieg sogar den letzten. Ja, den besten. Das ist ja abgestanden. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja, Lord, ist, Lord ist einfach ein Stinkfisch. Ja, halt deinen Schnabel, mach mal deine Sachen da. Ja, bin ja schon längst weg. Oh, er hat uns verlassen, Retro. So, das hier soll auch noch weg, ne? Ja, ja, du siehst ja hier oben, wo die Holzrahmen sind. Auf die Höhe müssen wir kommen. Ja, gut. Wohl. Achso, ich muss neue Holzrahmen herstellen. Nur am Essen bist du. Ja, verbraucht viel. Ja. Außerdem sagt der Richtige, du grünen Schnabel. Ey, die Frau ist nur am Essen. Ah, hallo. Retro im Loch. Mann, komm nicht raus hier. Du hast keine Ausdauer, du musst kurz warten. Ha, verflixt nochmal. Kannst du mal da weggehen? Ich muss den Boden setzen. Du bist so scheiße. Guck mal, jetzt bist du schon. Ich lock mich gleich aus, dann kannst du gar nichts machen. Wieso kommst du da nicht raus? Du hast doch genug Ausdauer. Weiß ich nicht, weil ich dösig bin. Bist du überladen? Eventuell bis 2006 Eisen. Nee, aber das hat ja damit nichts zu tun. Das kann ich dir gerne abnehmen. Nee, bin ich überladen. Aber warte mal, ich nehme mal irgendwas aus der Hand. Bist du in der Hocke? Drück mal Steuerung. Oh, das war das Problem. Stimmt. Hast du recht. Habe nichts gesagt. Ruhe. Du, ich mach den Sack erstmal ein bisschen weg. Oh. Wenn Kaffee abgelaufen ist, geh ich eh nach oben. Du trinkst abgelaufenen Kaffee? Ja, immer. Wow. Das ist wirklich eine der schönsten Sachen, die ich gehört habe. Ich bin halt einfach so ein richtig harter Kerl. Oh, ja. Ich hau dir gleich den Schädel ein. Warum? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Du bist irgendwie so frech. So unterschwellig frech. Es tut mir leid, dass ich so frech zu dir war, Retro. Als ob. Wie man Entschuldigung sagen? Nee. Hat sich ausgedingt, sie Dong sieht. Mein Gegenstand ist kaputt, ich muss ihn reparieren. Ja, meiner macht es auch nicht mehr so lange. Haze? Ja. Warum lachst du so blöd? Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich einfach ein bisschen blöd bin. So, hier kommt wieder Boden rein. Selbstgebautes Maschinengewehr.
Oh. Und ein Tresor. Krieg ich den auch? Ja. Das wird zwar eine Weile dauern. So, dann grab ich hier mal weiter. Lalalala. Was ist denn, Lodi? Ja, bin gerade ein bisschen abgelenkt, sag ich mal so. Oh, tschüss, ich geh nach oben. Danke für deine Hilfe, Redro. Aber immer gerne. Ah, wirklich? Boah, das nächste Mal, wenn du hier bist, verbrachte ich dich nach hier unten. Sie hebt den Bunker allein aus. Ja, das kann ich. Was, wie großkotzig sie das sagt. Ich bin kein Großkotz. Upsala. Oh Gott. Ich bin neben die Treppe gesprungen. Was kannst du eigentlich? Ja, wo bist du denn? Ich höre dich doch. Bevor du dich da durchgebaut hast, bin ich schon wieder da. Was? Lass den Zombie in Ruhe. Was? Das ist unser, ja. Das ist unser Keller, Bexit, das ist unser Keller. Ja. Da wollen wir es dann irgendwann in der Blutnacht verstecken, bis alles vorbei ist, wenn hier alles super sicher ist. Sieht aktuell nicht mehr so super sicher aus, es ist super viel zerstört worden. Bist du die ganze Zeit schon da? Hab ich vergessen, dir Hallo zu sagen? Hi! Ich wollte nämlich jetzt mich gleich mal... Ich musste mich leider jetzt Schluss machen. Man merkt, dass hier beim Abbauen kein System drin war. Hast du jetzt gerade gepöbelt? Nein. Das würde ich wirklich... Du hast mir ja geholfen. Da würde ich niemals pöbeln. Ja. Ich verlasse euch jetzt sowieso. Ja, das weiß ich. Oh, tschüss. Bis Retro. Genau. Ja, ich muss leider aufhören. Ich, 18 Uhr. Die anderen machen noch ein bisschen weiter. Aber für mich reicht das so heute. Ich muss nämlich jetzt im Real Life ein paar Sachen machen. Ja, tut mir leid, dass du jetzt gar nichts davon siehst. Ich zeig das beim nächsten Mal vernünftig. Beim nächsten Mal können wir hoffentlich wieder länger machen. Und du kannst, oder warte, Lordi oder Haze könnt ihr das jetzt noch zeigen. Da schicke ich euch jetzt nämlich hin. Heute geht's zu Lordi. Könnt ihr noch ein bisschen aufheitern. Irgendwas hat er nämlich. Ich kann noch einen Shoutout für Bexit machen. Jetzt noch ganz schnell. Das ist auch eine ganz liebe und witzige Streamerin. Ich gucke da jedenfalls sehr gerne zu. Könnt ihr mal reinschauen. Genau, alle anderen haben wir, glaube ich, mit Shoutouts schon versorgt, ne? Koche gerade. Okay. Na gut, dann guten Appetit nachher. Euch allen danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend noch. Danke für eure Aufmerksamkeit und Hilfestellung und für die Follows und für die Subs und alles. Wir sehen uns morgen. Ich glaube, nee, gar nicht, war übermorgen. Daisy. Bis dahin, viel Spaß noch und bis dann.